Einen wunderschönen guten Donnerstagnachmittag. Ich heiße euch herzlich willkommen zu tatsächlich unserer letzten Vorlesung KI in der Fahrzeugtechnik für das diesjährige Wintersemester. Erstmal vielen Dank, dass heute so viele gekommen sind. Heute ist ja unser letzter Termin und unser Gastvortrag vom Rasmus Rothe. Der Rasmus hält jetzt erstmal seinen Vortrag. Wir haben danach Zeit für Fragen und Antworten. Wir machen dann eine ganz kleine Pause. Danach habe ich noch ein paar Slides dabei zum Thema Prüfung. Das heißt, wir gehen nochmal durch, was sind die wichtigsten Punkte für die Prüfung. Was können wir weglassen? Worauf solltet ihr achten? Wir machen 4 Beispielaufgaben durch, die in ähnlicher Weise auch in der Prüfung drankommen könnten. Ich habe nochmal eine extra Summary für euch vorbereitet. Der Lennart ist heute hier. Der Schorsch ist heute hier, ich bin heute hier. Wenn explizite Fragen zu unseren Themengebieten sind für die Prüfung, können wir die auch gleich klären. Andernfalls stehen wir auch danach noch zur Verfügung. Ja, wie gesagt, heute ist Gastvortrag. Herzlich willkommen, Rasmus. Vielen Dank, dass du den weiten Weg aus Berlin nach München genommen hast und heute einen Vortrag zum Thema Deep Learning hältst und mal ein bisschen so erzählst, was du so machst. Vielen Dank und ja, viel Spaß beim Zuhören. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Rasmus Rothe. Ich werde über ein paar Themen heute reden. Mein Background selber ist im Bereich KI, also ich war vorher in der Forschung und bin jetzt in der Industrie. Und von daher möchte ich eigentlich über zwei große Themen reden. Einerseits den Weg dahin so ein bisschen beschreiben, wie ich dazu gekommen bin, selber ein Unternehmen zu gründen, Merantix, was jetzt mittlerweile 35 Mitarbeiter hat. Und sozusagen so diesen persönlichen Weg, das ist so der kleinere Teil. Und dann der größere Teil, da geht es dann wirklich darum, zu schauen, was ist von dem, was ihr jetzt in den letzten Vorlesungen gelernt habt, wo es ja wirklich um die verschiedenen Methoden in der KI und vor allem auch im Bereich Deep Learning geht, zu verstehen, wie eigentlich die Unterschiede sind zwischen Forschung und Industrie. Da sind schon einige Sachen, die dann doch in der Industrie ganz anders funktionieren und von daher denke ich, ist es ziemlich wertvoll, da so ein paar Insights mitzunehmen, egal ob ihr jetzt sagt, ihr wollt ein eigenes Unternehmen gründen, ihr wollt in ein Startup gehen, ihr wollt sehr industrienahe Forschung betreiben oder eben in die Industrie selber gehen. Vielleicht ganz kurz zu mir, damit ich hier starte. Ich habe früh angefangen, Roboter zu bauen. Das war mein erster mit 12, der hat Tischtennis gespielt. Habe dann noch so ein paar mobile Roboter gebaut, für Jugendforschung RoboCup gemacht und bin dann eigentlich so diesem ganzen Thema künstliche Intelligenz, war da sehr, sehr interessiert dran. Habe dann zuletzt an der ETH Zürich im Bereich Deep Learning, vor allem Computer Vision, promoviert. Bin da eigentlich auch reingekommen, weil mich das Thema KI schon seit vielen Jahren interessiert hat und ich es einfach sehr faszinierend fand, was mit neuronalen Netzwerken alles möglich war. Das war auf der CVPR im CSIS Palace, wo ich ein Paper vorgestellt habe. Und meine Promotion war so zwischen 2013 und 2016 und das war so, ich meine, ihr habt ja wahrscheinlich auch so ein bisschen die Standard-Paper durchgesprochen, gerade zum Computer Vision-Bereich. 2011 war so die erste Phase, Alex Krischewski, der gezeigt hat auf ImageNet, dass die Sachen funktionieren und dann in der Zeit, in der ich promoviert habe, ging es dann vor allem darum, diese Methoden jetzt eben auch in verschiedenen Bereichen von Computer Vision anzuwenden. Ich habe viel Object Detection, Image Classification gemacht, aber auch Sachen im Bereich Super Resolution und noch so ein paar anderen Bereichen. Und das war natürlich alles sehr forschungsnah und war irgendwie auch super spannend und hat gut funktioniert und man kann da nette Paper schreiben, aber es ist eben so, ich mache das mal ein bisschen leiser, genau, hört ihr mich noch? Ja, perfekt. Ich habe dann noch so ein kleines random Projekt gemacht und ich meine, vielleicht es ist ein bisschen ein zufälliger Zufall gewesen in Zürich, ich habe beim Meetup abends jemanden kennengelernt, der einen Tinder, kennt wahrscheinlich einige von euch, Klon gebaut hat und hat halt gesagt, ja okay, wir haben hier irgendwie super spannende Daten, können wir nicht was mit diesen Daten machen, kann ich dir die nicht geben? Und dann habe ich gesagt, ja, wahrscheinlich schon, war da noch mitten in der Promotion und habe dann halt gesagt, okay, ich gucke mal, was ich mit diesem Datensatz anfangen kann und habe eben dieses Paper geschrieben, was ich zu dem Thema wo es eben darum ging, auf Basis von Profilbildern, von eben Dating-Profilen halt gewisse Präferenzen vorherzusagen. Ziemlich witzige Anwendung, gab irgendwie ein CVPR-Paper am Ende, aber das andere war halt, dass die Dating-App
auch eine praktische sozusagen Anwendung oder auch ein Benefit von dem Ganzen haben wollte und dann gesagt hat, hey, kannst du nicht noch eine kleine Website bauen, wo man irgendwie diese Algorithmen irgendwie einsetzt? Und habe mich dann dazu überreden lassen. Es war dann so eine Website, konnte man irgendwie ein Bild hochladen und der hat einem gesagt, wie alt und wie attraktiv man ist. Eigentlich eine ziemliche Spielerei. Ich hatte mich dazu echt überreden lassen, weil ich wollte halt meine Paper durchkriegen, um halt danach in die Industrie zu gehen. Und dann hatten wir das erst bei uns im Lab an der ETH gehostet, dann habe ich das ein paar Freunden geschickt und dann war der Server gleich irgendwie abgeschmiert. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, okay, ja, vielleicht gucken sich das schon ein paar Leute an. Und dann haben wir das nochmal bei AWS ordentlich gehostet. Und dann, weiß ich noch, saß ich irgendwie nachmittags um 5 irgendwie noch am Arbeiten. Da habe ich das auf Facebook geshared, eigentlich nur im Freundeskreis. Dann hatten wir halt nach 30 Minuten 3000 Leute gleichzeitig auf der Website und insgesamt 150 Millionen Fotos, die da hochgeladen wurden. Ich glaube, irgendwie 40.000 Dollar Amazon-Rechnung, wo keiner wusste, wer die jetzt zahlt. Amazon hat das dann am Ende übernommen. Und war ziemlich witzig und ich glaube, es war jetzt sicher wegen diesem ganzen Attraktivitätsthema eben, ist es so viral gegangen. Ich glaube, Alterserkennung, wozu ich sonst auch noch ein paar Paper geschrieben hatte, war halt echt so ein Thema, wo KI-Algorithmen sind einfach besser darin, das Alter einer Person anhand eines Fotos einzuschätzen, versus wenn halt ein Mensch sozusagen das Gleiche tun würde. Und das war für mich irgendwie ziemlich augenöffnend, dass man Anwendungen bauen kann, die eine Aufgabe, die wirklich nicht schwierig ist, zum Beispiel eben wie das Alter einschätzen, halt von einem Algorithmus besser ausgeführt werden können. Und das führt natürlich potenziell zu sehr vielen spannenden kommerziellen Anwendungen. Und das Zweite, und dann komme ich auch gleich zu meinem technischen Vortrag, ist, dass ich habe vorher in Amerika studiert und habe da an recht vielen Hackathons teilgenommen. Das war so 2012. Und dann in Zürich eingestartet, Hack Zürich. Könnt ihr euch natürlich gerne anmelden, sind so 5.000 Bewerbungen mittlerweile in 10 Tagen, findet dieses Jahr, glaube ich, zum 6. Mal statt. Und das habe ich so ein bisschen neben dem PhD gemacht, ist sozusagen auch, läuft auch noch weiter, bin da jetzt nicht mehr so involviert, aber was da spannend war, dass wir da auch mit einer großen Anzahl an Unternehmen zusammengearbeitet haben und eben so Workshops für den Hackathon organisiert haben und da halt gemerkt haben, dass halt so Themen wie Blockchain, aber eben vor allem auch KI, also diese ganzen Buzzword-Themen halt in der Industrie irgendwie schon ziemlich gefragt sind und die Unternehmen da was machen wollen und wenn man mit den Unternehmen redet, eben auch merkt, dass da ziemlich viel Potenzial ist, aber gleichzeitig halt merkt, dass da auch ziemlicher Disconnect ist zwischen dem, was ich irgendwie tagsüber im Lab gemacht habe, wo es halt um Forschung geht und Algorithmen und man sieht, das funktioniert alles richtig gut und auf der anderen Seite irgendwie diese Industriepartner, große Industrieunternehmen, die sehr coole Daten haben, die KI-Algorithmen eigentlich nutzen könnten, die aber eben das zurzeit noch nicht tun, weil einfach eben das technische Know-how und auch der Zugang nicht ganz einfach ist. Und das waren eigentlich so die Gründe, also so einerseits so das mit der How-Hot-Website und andererseits das mit dem Hackathon und sozusagen in Kombination mit der Forschung, dass ich gemerkt habe, so diese Brücke zwischen industrielle Anwendung und Forschung zu spannen, ist halt verdammt spannend. Und das ist das, was wir jetzt mit Merantix machen. Ich würde am Ende vielleicht dazu noch ein bisschen was sagen, aber wir bauen eben KI-Unternehmen in verschiedenen Industrien auf, vor allem im Medizinbereich und im Automobilbereich sind jetzt gerade die beiden größeren Unternehmen. Wie gesagt, komme ich am Ende dazu, gerade zum Automobilthema auch nochmal. Und das machen wir jetzt seit 2,5 Jahren in Berlin, wie gesagt, 35 Leute und da sind halt doch dann eigentlich einige Sachen, die ich so in den letzten Jahren gelernt hatte, die mir vor 2,5 Jahren nicht unbedingt so bewusst waren, als ich sozusagen rein aus der Forschung kam und da halt KI-Geschichten gemacht habe. Genau, wir wollen die Brücke spannen. Und darüber möchte ich eigentlich reden. Also wenn man jetzt sagt, man bringt KI in die Industrie, hat man eine ganze Reihe Commercial Challenges, was für uns so heißt, wie komme ich an Daten ran, vielleicht Anonymisierung von medizinischen Daten, wie sieht eigentlich mein Produkt aus, wie verdiene ich Geld, so, das sind so die typischen Produktfragen, aber es gibt eben auch einige technische Themen, die sehr, sehr spannend sind, die man sich genauer anschauen sollte, wo eben die Industrie ein bisschen anders funktioniert. Kleiner Disclaimer, natürlich jetzt vor allem aus unserem Learning, wir machen hauptsächlich viel Supervised Learning, also jetzt gerade kein irgendwie Reinforcement Learning oder Unsupervised Learning. Wie gesagt, vieles auch eben aus der Medizin oder Automobilbranche. Ich denke, das sind einige Sachen, die ihr schon mal gehört habt, aber mein Ziel ist es im Prinzip, dass jeder von euch irgendwie da so ein paar Learnings mitnimmt, dass wenn ihr eben selber was gründet oder in die Industrie geht, da gut gewappnet seid. Und als ich das ist schon ein bisschen her, dass ich das mal aufgeschrieben habe und man will ja immer irgendwie eine Story bauen und so. Und ich habe dann irgendwie recht viele so einzelne Sachen gefunden, die
unterschiedlich sind zwischen Industrie und Forschung, aber habe dann halt irgendwie so einen Common Denominator sozusagen gesucht, der irgendwie vielleicht so ein bisschen die Ursache ist, wieso Sachen in der Industrie und Forschung anders funktionieren. Und das würde ich einfach, da habe ich dann auch was gefunden und das würde ich, denke ich, ist eine ganz gute Einladung. Wenn man sich Akademie anguckt, und gerade wenn man jetzt im Bereich Machine Learning konkret, dann hat man meistens irgendeinen Datensatz. Ja? Das ist halt entweder irgendein Standarddatensatz, auf dem man arbeitet, das ist irgendein eigener neuer Datensatz, den man erhebt, ein proprietärer Datensatz, aber meistens gibt es irgendeinen fixen Datensatz. Und was man dann macht, und der ist recht fix, und dann sagt man irgendwie ein Modell, spielt da rum, variabel, probiert halt irgendwelche neuen Methoden aus. Und wenn man da eben besser performt und eine gute Performance kriegt, die dann auch eben ein Resultat von guter Arbeit ist, dann kann man Paper schreiben, schreibt man 3 Paper, kriegt man ein PhD. Also es ist so der akademische Workflow. Und das ist in der Industrie halt eben genau andersrum. Ja? Also in der Industrie ist es halt eher so, man hat irgendein Industrieproblem, sagen wir mal jetzt irgendwie autonomes Fahren, das Auto muss halt eine gewisse Performance haben. Ja? Das sollte halt nicht so oft irgendwelche Unfälle bauen oder in der Medizin sollte keine Fehldiagnosen machen oder im Finanzmarkt sollte nicht viel Geld verdienen. Also es gibt recht klare sozusagen Requirements. Performance ist fixed und dann ist man eigentlich relativ flexibel, welches Modell man einsetzt, ob das jetzt was Neuartiges ist oder irgendwie eine alte Methode. Man hat da natürlich ein paar Constraints, aber ist da relativ flexibel und dann, das ist glaube ich so der spannendste Teil, ist man eigentlich auch bei den Trainingsdaten flexibel. Wenn wir ein Produkt auf den Markt bringen, fragt mich keiner, welche Trainingsdaten habt ihr dann verwendet? Wohingegen, wenn ich ein Paper schreibe, geht es natürlich immer darum, habe ich wirklich die gleichen Trainingsdaten verwendet wie auch die anderen, um eine faire Evaluation zu erlauben. Und ich glaube, das ist recht spannend, dass eben dieser Workflow genau andersrum ist in der Industrie wie in der Forschung. Und das hat eben sehr, sehr viele Implikationen und ich würde jetzt eigentlich in diesen 3 Schritten ein paar Learnings mitbringen. Wir können deswegen auch direkt hinten bei der Performance anfangen. Plot kennt ihr wahrscheinlich, ImageNet Performance auf Image Classification ist in den letzten Jahren ziemlich gut geworden und hat halt eben auch die Human Baseline sozusagen surpassed. Also es gibt dann auch eine Benchmark, wo Menschen dagegen angetreten sind, gegen die Maschine und da mittlerweile eben auch schlechter abschließen. Und bei vielen Anwendungen ist das irgendwie ein Mindestlevel. Also wenn wir jetzt zum Beispiel, wenn wir sagen autonomes Fahren, dann muss das Auto mindestens so gut, wahrscheinlich, also ziemlich sicher ein Vielfaches so gut sein wie der Mensch. Gleiches im Bereich Medizin, wenn es darum geht, irgendwie den Radiologen zu unterstützen und vielleicht auch bei einfachen Diagnosen zu ersetzen, da muss er ein Vielfaches besser sein. Und das ist manchmal gegeben, manchmal nicht. Das hängt so ein bisschen natürlich ab, wie viele Daten man hat und wie gut auch die Forschung da schon ist. Und wenn man eben nicht, wenn man noch nicht genug ist, kann man eben gerade so eine Industrie auch viel, glaube ich, in so unterstützendes System denken, also zum Beispiel jetzt auch zum Beispiel in der Medizin, dass man eben sagt, okay, das System trifft keine alleinigen Entscheidungen, aber es unterstützt den Arzt und selbst wenn das System im alleine sozusagen nur gleich gut oder vielleicht leicht schlechter wäre, baut man eben ein unterstützendes System und dann, wenn man das eben smart kombiniert, geht es auch wirklich um die, dass man die Workflows richtig baut, dann ist sozusagen die Summe der beiden besser, ja. Das andere, was man sagen kann, das ist jetzt vielleicht eher im autonomen Fahren, dass wenn man sagt, okay, generell habe ich jetzt einen Software, Autonomous Vehicle Stack, der irgendwie gut funktioniert, aber vielleicht jetzt zurzeit nur irgendwie auf der Autobahn funktioniert aber und vielleicht irgendwo in der Stadt, aber noch nicht irgendwie in Delhi oder so, dann schränke ich die Region halt einfach ein und kann dadurch halt sozusagen trotzdem eben die nötige Performance erreichen. Also ich glaube, das sind so die beiden Richtungen, aus denen man immer denkt, wenn man so KI-Systeme einsetzt. Ob man dann wirklich erfolgreich ist, ist oft sehr binär. Es ist auch nicht so wie in Academia, wo man irgendwie 92, 92,5, 93% irgendwie Mean Average Position hat und immer besser wird, sondern es ist meistens sehr binär, ob das Produkt funktioniert oder nicht funktioniert, zumindest vom Nutzer. Und wenn man jetzt sagt, eben autonomes Fahren und das Ding baut ziemlich fatale Unfälle, dann ist halt auch gerade durch Presse natürlich nochmal verstärkt ganz klar die Sache, ja okay, das funktioniert halt noch nicht. Ich glaube, das ist halt sozusagen ein bisschen binärer als jetzt in der reinen Forschung. Und dann haben wir noch ein ziemliches die Public Perception, und das ist auch eben vor allem Presse ist und oder auch der Mensch generell ist da natürlich auch um einiges kritischer. Also, und das kann jetzt in kritischen Anwendungen sein, wie eben autonomes Fahren oder der Medizin, wo Fehler, wenn sie passieren, auch sehr, 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 sehr fatale Folgen haben. Aber es ist halt so, wenn irgendwie der Arzt 10 Fehler macht, dann
sagt halt keiner was, weil dann sagen alle, das ist ja menschlich. Aber wenn die Maschine halt einmal einen Fehler macht, dann sagen, und das sage ich vor allem, wo der Mensch keinen Fehler gemacht hätte, dann gucken sich halt alle diesen einen Datenpunkt an. Und das zieht sich eigentlich durch ziemlich alle Anwendungsbeispiele von Maschinen durch. Also egal, ob jetzt irgendwie autonomes Fahren oder wenn man automatisch Dokumente prozessiert, um Rechnungen zu bezahlen mit Computer Vision, ist es auch, wenn einmal eine Rechnung falsch an den Falschen überwiesen wurde, dann ist das ziemlich kritisch und alle sagen, wieso, das ist doch offensichtlich, das ist doch irgendwie hier eine Rechnung. Das kann man doch sehen, dass das nicht an diesen Empfänger geht. Und ich meine hier auch nochmal das Trolley-Problem, kennt ihr wahrscheinlich auch, wo man eben entscheiden muss, ob man jetzt eben jetzt in diesem Fall der Fahrer gegen die Wand fährt oder man eben den Fußgänger überfährt. Das sind natürlich immer sehr, sehr konstruierte Beispiele, an denen gerade sich auch Presse sehr aufhängt. Ich glaube, bis wir dahin kommen, dass wir uns sozusagen um diese Probleme halt Sorgen machen müssen, brauchen wir noch ein bisschen. Ein anderes riesig spannendes Thema, was bei uns auch intern sehr, sehr aktuell ist, ist so das ganze Thema Uncertainty, weil im Endeffekt hat man ja irgendein Modell und das macht irgendeine Prediction und gerade wenn man jetzt sagt, man hat irgendwie ein Classification Network oder auch Object Detection oder so, hat man natürlich im Endeffekt eine Probability, die sozusagen ausgegeben wird, aber eben dieser Softmax-Output ist halt nicht unbedingt ein gutes Marks für Uncertainty. Und deswegen gibt es jetzt halt eben gerade in den letzten Jahren ja dieses ganze Thema Bayesian Deep Learning, wo man eben einerseits so Bayesian-Ansätze, wo man sozusagen auch Uncertainty ausdrücken kann, mit Deep Learning kombiniert, um halt eben auch, wenn diese Modelle, die jetzt ja mittlerweile sehr gut funktionieren, trotzdem unsicher sind, dass man das halt quantifizieren kann, um dann halt eine qualifizierte Entscheidung zu treffen, okay, vertraue ich jetzt diesem System oder vertraue ich diesem System nicht. Und das ist auch ein Bereich, wo wir ziemlich viel machen. Einer bei uns in der Firma war jetzt auch auf der Neurips und hat dazu einen Vortrag gemacht. Das ist, denke ich, ein sehr, sehr wichtiges Thema, gerade wenn es um industrielle Anwendungen geht. Das andere ist, dass man halt auch wieder so ein bisschen Performance Evaluation, man hat dann irgendwie ein Testset und ich glaube, man muss halt in der Akademie ist das immer alles sehr statisch und man hat irgendwie ein statisches Datensatz, auf dem man evaluiert und da wird man halt immer besser. In der Anwendung ist das ein bisschen komplizierter. Man muss erstmal überlegen, okay, was ist eigentlich so der relevante Kontext? Also wieder als Kontext autonomes Fahren, muss halt wissen, okay, in welchen Städten oder in welchen Regionen soll es funktionieren, bei welchen Witterungsbedingungen, welchen Sensorkonfigurationen und so weiter. Medizin vielleicht geht es darum, okay, soll es im Screening-Setting oder Diagnostic-Setting, in welcher geografischen Region soll es angewendet werden? Und das ist halt, das muss man sich halt jedes Mal überlegen und muss dann eigentlich auch auf der Basis halt genau das Testset bauen. Das ist gar nicht so einfach. Und dann hat man eben auch in einigen, zum Beispiel jetzt autonomes Fahren, hat man natürlich dynamische Umgebung, man hat halt ein Multi-Agenten-Setting, wo eben auch andere Verkehrsteilnehmer Entscheidungen treffen, die auch sozusagen auf die eigenen Entscheidungen reagieren. Und das heißt, da ist es auch eben nicht möglich, mit einem einfachen statischen Datensatz zu arbeiten und da sozusagen eben auch der Impact auch von des eigenen Verhaltens eben auf andere super relevant. Und ich denke, das ist was es halt, weil es gerade eben diese Evaluation, wenn man sagt, okay, man bringt jetzt ein Produkt auf die Straße, halt verdammt relevant ist, was ein System zu haben, das da sauber das evaluiert. Und selbst wenn man jetzt irgendwie ein Testset gebaut hat und sagt, okay, das funktioniert jetzt irgendwie gut und wir haben da jetzt eine gute Performance, ist halt auch noch die Frage, ist das wirklich gut genug oder habe ich halt overfitted? Es gibt da ein recht spannendes Paper, wo die auf dem Cypher 10, das ist so ein Standarddatensatz, auf dem halt seit vielen Jahren oder sogar Jahrzehnten jetzt wahrscheinlich mittlerweile evaluiert wird, wo sie gesagt haben, okay, sie gehen raus und sammeln nochmal genau so einen gleichen Testdatensatz nach den gleichen Regeln, weil das war recht genau definiert. Und sie haben halt dann gemerkt, dass auf diesen neu gesammelten Testdatensatz, der eigentlich genauso sein müsste wie der Standard-Testdatensatz, also in terms of Performance der Modelle, auf einmal die Performance halt irgendwie 4-10% schlechter geworden ist, weil halt wahrscheinlich über die Jahre eben die Leute auch sehr stark overfitted haben auf diesem Standard-Testdatensatz. Und das sind halt so Sachen, in der Akademie kann man die Sachen immer leicht unter den Tisch fallen und solange man irgendwie besser performt und auf dem Standarddatensatz das gut läuft, passt das, aber in der Industrie ist es halt ein bisschen kritischer alles. Hier sozusagen nochmal ein bisschen zusammengefasst, sind halt sozusagen ein paar, jetzt hier mal 6 Punkte, die ziemlich konkret sind, wo es eben darum geht, wirklich sauber zu arbeiten. Wenn man jetzt zu den Modellen kommt, da gibt es auch eben einige Sachen, die,
ja, die sehr, sehr speziell sind und wo man sehr genau darauf achten muss. Eine Sache ist halt, dass Standard in Research gibt es halt eben genau vordefinierte Tasks wie Image Classification, Object Detection, Semantic Segmentation, Instance Segmentation, was auch immer, jetzt im Computer Vision Bereich, aber auch in anderen Bereichen, und hat dann eben auch ganz klare Loss-Funktionen, die man optimiert, die halt eben auch darauf sozusagen ausgelegt sind, die Metrik, um die es eigentlich geht, um gut zu sein, zu optimieren. Und das ist halt manchmal in der industriellen Wendung gar nicht so einfach. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel sagt, links ist mal ein Beispiel aus dem Finanzmarkt, wenn man sagt, man will irgendwie ein Modell bauen, was irgendwie auf dem Finanzmarkt vorhersagt, wie sozusagen der Markt sich bewegen wird, ist das zwar schön, so ein Modell zu haben, was irgendwie sagen kann, jetzt geht der Markt hoch und jetzt geht wieder runter, aber die ultimative Frage, um die es ja geht, ist, kann ich auf diesen Entscheidungen handeln, also kann ich dann auch sozusagen, wenn ich dann was kaufen oder verkaufen will im Markt, kann ich diese Trades eigentlich ausführen und dann auch Geld verdienen, weil das Eigentliche, worum es geht, ist eben in diesem Fall das Geld verdienen. Und das heißt, es kann sein, dass das Modell zwar, wenn man jetzt eben sagt, es geht einfach nur eben darum, die Direction vom Markt vorherzusagen, dass das gut funktioniert und dass man da wenig Fehler macht, aber genau in den Momenten, wo man eben wirklich, wo es große Bewegungen gibt, da liegt das Modell dann falsch. Das heißt, da muss man dann wirklich auch die Loss-Funktion oder zumindest irgendeine Metrik definieren, die einem halt wirklich sagt, okay, mein eigentliches Business-Goal kann ich irgendwie in einer Metrik wiederbilden, die ich zur Evaluation nutzen kann. Und das Gleiche ist jetzt auch im zum Beispiel im Medizinbereich, haben wir jetzt eben verschiedene Modelle, die auf den medizinischen Bildern Sachen finden und Diagnosen machen können. Aber ultimativ das, was sozusagen von der Business-Seite uns das Genick brechen kann, ist, wenn wir halt False Negatives haben. Das heißt, wenn wir halt Fälle haben, wo wir sagen, dass da nichts ist im Bild und dadurch das eben verschnellt sozusagen bearbeiten und dann halt der Patient sozusagen übersehen wird. Und da müssen wir halt sehr, sehr genau aufpassen. Und da ist dann auch die Frage, wenn das dein Ziel ist, halt möglichst wenig False Negative zu haben, wie kann man dann entweder eine Metrik einführen, die das halt gut misst, oder eben die Loss-Funktion anpassen, dass man darauf einen Wert legt, oder auch schon natürlich weiter vorne bei den Daten anfangen, um besser auf dieses Ziel hin zu trainieren. Und das, was es dann doch mal so schlimmer macht, ist eben, dass das halt auch, wenn man jetzt so Standard-Evaluation hat und irgendwie, keine Ahnung, 10 Klassen hat, dann ist halt so Misclassification, wenn man einen Fehler macht, ist halt immer gleich schlimm. Das ist halt in der Industrie auch nicht so, ja, weil jetzt Trading, wenn man halt zum Beispiel sagt, man predicted und in eine bestimmte Richtung und tradet dann auch und verdient Geld, dann sind alle happy. Wenn man jetzt einen Move irgendwie predicted und der ist falsch und man auch nicht, aber trotzdem nicht tradet, dann ist es auch nicht so schlimm, weil dann hat man halt, wenn es einen guten Trading-Moment gibt, aber man nicht tradet, dann ist es nicht so schlimm, weil dann hat man nicht viel verloren, man hat einfach nicht gehandelt. Aber wenn man halt dann wenn man tradet und die Entscheidung war falsch, weil das Modell falsch lag, dann wird es halt richtig teuer. Und das gleiche im medizinischen Bereich, hatte ich gerade schon so ein bisschen angeschnitten, ist halt, wenn man False Positive hat und jemanden sozusagen weiterleitet, weil wenn man eine positive Diagnose, also jemanden als krank diagnostiziert, dann geht der halt zu der nächsten Stufe im ganzen, sage ich mal, Gesundheitssystem, vielleicht zu einem weiteren Arzt, und spätestens dann wird vielleicht erkannt, okay, das war jetzt doch nichts. Wohingegen, wenn was übersehen wird, ist es halt um einiges kritischer. Und ich glaube, das ist auch was man sich anschauen muss, wenn man halt diese Modelle dann in der echten Welt evaluiert, dass man da die richtigen Metriken hat, um sozusagen das eigentliche Ziel richtig zu messen. Das andere, und das ist halt auch so ein bisschen widersprüchlich mit dem, was wir wahrscheinlich jetzt so in den letzten, oder nicht widersprüchlich, aber es ist halt so, ich sag mal, das Problem von dem ganzen Bereich Deep Learning, das funktioniert halt verdammt gut, aber die Industrie ist da im großen Teil, und gerade wenn es um kritische Entscheidungen geht, halt noch nicht so richtig drauf eingestellt. Wenn man dann sagt, ja, das ist irgendwie eine Blackbox und ja, wir können euch hier die 100 Millionen Gewichte zwar ausdrucken, aber es ist halt irgendwie alles hoch nicht linear und es gibt zwar auch Visualisierungstechniken, aber das funktioniert halt alles nur so halb, dann ist es halt schon manchmal recht schwierig, das zu verkaufen. Und dieses Verständnis, dass die Sachen jetzt wirklich sehr, sehr schwierig nachvollziehbar sind, ist halt oft noch nicht da. Und das ist ganz spannend. Also es gibt verschiedene Gründe, wieso das so ist. Also das Erste war mir vorher auch nicht bewusst, das ist ein Beispiel aus dem, ich glaube, so Publishing, also Media, so Pressebereich,
wo es darum geht, Churn, also sozusagen zu predikten, wie viele Nutzer, die jetzt bei so einer Zeitung so eine Subscription haben, jetzt sich demnächst abmelden werden, also welche Nutzer sind wahrscheinlich, die ihre Subscription canceln werden. Und da weiß ich, da wurde halt auch Machine Learning eingesetzt, aber es ging gar nicht darum, dieses Machine Learning-Modell zu nutzen, sondern es ging darum, die Features rauszufinden, die halt gute Prädiktoren sind für Churn, um dann halt sozusagen in der eigentlichen Operation des ganzen Medienhauses halt was zu verändern, anstatt halt das Machine Learning-Modell selbst zu nutzen. Das heißt, da war eigentlich so, anstatt ein prädiktives Modell zu haben, war es eher ein Mittel, um halt herauszufinden, was sind eigentlich die Ursachen für Churn in diesem Fall. Zweites Thema ist Liability. Wenn halt was schief läuft, und das passiert immer oder kann immer passieren, dann ist halt so die Frage, okay, wer ist liable, und wenn man es halt dann nicht erklären kann, dann ist es halt immer schwierig. Und das andere ist auch, dass eben gerade so in so regulierten Industrien natürlich da Sachen dann auch gerne geauditet werden, auch zu Recht, und es ist halt sehr, sehr schwierig, so ein System, eben, was eben nicht jetzt sehr einfach regelbasiert ist, da sauber zu auditen. Und ich denke, da muss es einfach so sein, dass die Industrie entwickelt sich dann natürlich auch weiter, dass man eben auch mehr Richtung statistische Absicherung geht. Das heißt, wenn man nicht sagt, okay, wir können jetzt in jeder Situation nachweisen, wie sich das System verhalten wird, aber wir haben halt einen klar definierten Testdatensatz, wo wir ja gerade schon gehört haben, dass es nicht ganz so einfach ist, diese Testdatensätze zu bauen, und können damit halt quantifizieren, ob das Modell gut genug funktioniert. Und dann so Explainability, wenn man dann wirklich noch mal tiefer geht und sagt, okay, man will das Modell jetzt wirklich erklären, das ist halt so ein bisschen so ein Trade-off, weil auf der einen Seite, das ist so ein bisschen wie sich selbst aus dem See ziehen an den Haaren, weil wir nutzen ja gerade Deep Learning für komplexe Probleme, nicht weil wir jetzt gerne Deep Learning machen, sondern weil halt mit irgendeinem simplen Linearenmodell oder auch einem Random Forest, den man auch relativ gut erklären kann, dass halt nicht komplex genug, von der Complexity nicht hoch genug ist, um eben dieses komplexe Problem zu lernen. Und von daher, glaube ich, muss man da realistisch sein, dass wenn man eben neuronale Netzwerke jetzt eben nutzt man aus dem Grund, um ein komplexes Problem zu lösen, dann kann man halt nicht hintenrum wieder kommen und sagen, jetzt will ich eine ganz einfache Erklärung haben, wieso das Netz jetzt so oder so entschieden haben. Und deswegen ist das immer ein Trade-off. Ich glaube, je komplexer die Modelle werden, desto schwieriger sind sie erklärbar. Und damit muss man sich zum gewissen Grad auch zurechtfinden. Es gibt natürlich viel Forschung in diesem ganzen Bereich Explainability. Es gibt so einige Methoden, die halt helfen, neuronale Netzwerke auch zu visualisieren und rauszufinden, in welchen Bereichen, sozusagen auf welche Bereiche das neuronale Netzwerk geguckt hat, um rauszufinden, was sind die relevanten Regionen, um eine Entscheidung zu treffen. Da gab es jetzt gerade vor ein paar Monaten auch ein Paper, das er gezeigt hat, dass diese ganzen Methoden halt ziemlicher Schwachsinn sind, oder viele von denen, und dass wenn man einen einfachen Edge-Detektor, der einfach nur die Kanten erkennt, drüber laufen lässt, dann sieht das ziemlich ähnlich aus. Ja? Also es ist halt so ein bisschen, ja, man sieht dann irgendwie bunte Bilder, aber eine richtig tiefe Erklärung gibt es halt nicht. Das andere ist auch so ein Ding, ich meine, so in der Forschung, klar, das ist jetzt auch ein Bereich, der so ein bisschen mehr kommt, dass man eben Sachen effizient machen will, aber gerade so vor noch so ein, zwei Jahren, würde ich sagen, war halt vor allem der Fokus halt, möglichst hohe Genauigkeit der Modelle zu pushen und da halt einfach das hinzukriegen, dass die Modelle richtig funktionieren. Das ist halt, und da ist halt oft auch ziemlich egal, wie gut eigentlich die Runtime ist, wie lange das Modell braucht, was für Rechenleistung das die Algorithmen brauchen. Ich hatte mal bei so einem Wettbewerb mitgemacht zur Alterserkennung, und da habe ich, glaube ich, dann am Ende, ich glaube, 40 neuronale Netzwerke noch im Ensemble trainiert, und die noch predikten lassen, einfach weil es mir noch irgendwie 0,2% extra Average Precision gab. Und das ist halt so, das ist halt in der Forschung, macht man das halt, weil da geht es wirklich um die Performance, und gerade wenn man in so einem Wettbewerb ist, vielleicht da, dann will man da wirklich noch das letzte 0,1% rausholen. Aber das ist halt in der Industrie ganz anders, weil man hat halt, gerade wenn man jetzt auch Thema autonomes Fahren nimmt, man hat halt, ich meine, Hardware kostet halt Geld, braucht Strom, braucht Platz, produziert Wärme, und das heißt, da will man halt natürlich, gerade wenn man in Embedded-Anwendungen ist, halt schauen, dass man die Modelle möglichst effizient bekommt. Und das ist ein riesiges Forschungsfeld jetzt zum Glück auch seit ein paar Jahren, dass man eben sagt, wie kann man neuronale Netzwerke entweder prunen, also kann die halt im Nachhinein kleiner machen, oder wie kann man ein kleineres Netzwerk nehmen, was von dem Größeren sozusagen anlernt, also Teacher-Student,
Methoden. Und das ist ziemlich im Kommen. Und dann von der anderen Seite gibt es natürlich jetzt auch einiges so von der Hardware-Schiene, dass halt eben immer mehr Unternehmen auch anfangen, spezialisierte Chips zu bauen, jetzt über, sage ich mal, die Standard-GPUs hinaus, die halt sehr, sehr effizienter sind, bestimmte eben gerade so lineare Algebra zu machen. Und ich glaube, da wird noch sehr, sehr viel passieren. Das ist, wie gesagt, einerseits geht es darum, um die Größe des Netzes, also einfach, weil um einfach den Memory-Bedarf runterzubringen, geht dann auch, wenn man Over-the-Air-Updates macht, darum halt einfach da natürlich wenig Bandwidth zu haben und eben auch gerade, wenn man Richtung Realtime-Anwendungen geht, da will man halt möglichst schnell sein. Das ist ein super spannendes Forschungsgebiet, was eben jetzt gerade erst so richtig kommt. Das ist immer so ein bisschen traurig, wenn man aus der Forschung in die Industrie kommt. Oft braucht man dann doch kein State-of-the-Art, also gerade wenn es eben so um diese sehr kompetitiven Bereiche des Deep Learning gibt, dann kommen da ja wirklich alle zwei Wochen irgendwie oder jede Woche oder wahrscheinlich täglich teils irgendwelche neuen Archive-Paper raus, die halt wieder ein bisschen was in der Performance rausholen oder bestimmte Aspekte verbessern und teils dann eben auch sehr konstruierte Methoden, wo halt dann irgendeine Standardmethode genommen wird und dann noch sehr stark so aufgebaut wird, dass sie halt nochmal ein bisschen besser performt. Und ich glaube, da gibt es eben, muss man sich halt genau schauen, braucht man wirklich so eine over-engineerte Lösung, weil gerade wenn jetzt so Teams größer werden, wir haben jetzt gerade im Medical-Team haben wir jetzt fünf Leute, fünf wirklich Researcher, die halt darin sind, das Modell zu tunen. Und allein so Forschung arbeitet man dann doch oft ein bisschen alleine oder vielleicht zu zweit irgendwie mit einem Postdoc zusammen oder mit einem Masterstudenten oder so. Da geht halt die Kollaboration gut, aber wenn man halt anfängt, irgendwie fünf Leute, die am gleichen Modell rumschrauben, dann ist halt schon eine Überlegung, will man eine super komplexe Architektur, die sehr handengineert ist, nehmen oder lieber etwas vielleicht ein bisschen einfaches, weil man da dann eben mehr rausholen kann. Das heißt, da muss man sich wirklich überlegen, lohnt sich das für Production? Natürlich auch unter den Themen wie eben Speed und also wie komplex das ist in der Execution. Das zweite Thema ist, auch wenn man gerade so ein bisschen auf die theoretischeren Konferenzen guckt, irgendwie iClear, ICML oder Neurips, wo wirklich so die, eigentlich so, wo wir so ein bisschen so die vorderste, die Forefront ist von der Forschung im Bereich neuronalen Netzwerken, da sind halt dann oft neue, sehr coole Ideen, die vielleicht dann auch in ein, zwei Jahren auf echten Problemen funktionieren, die dann oft aber eben nur auf sehr kleinen Datensätzen oder so Toy-Datensets wie irgendwie MNIST oder so evaluiert werden, wo halt im Endeffekt das halt auf eben sehr, sehr kleinen Bildern jetzt zum Beispiel in diesem Fall sehr, sehr gut funktioniert, aber sobald das Bild halt irgendwie sehr, sehr groß wird, man da eben Probleme hat. Und das heißt, das muss man sich auch ganz genau angucken, gerade wenn man so eine Industrie ist, gibt halt oft viele coole Methoden, aber es ist halt immer die Frage, funktioniert das wirklich auf echten Daten? Und hier sozusagen nochmal als Übersicht sind auch nochmal irgendwie fünf Punkte, dass man einerseits eben die Loss-Function an das eigentliche Produktziel sozusagen anpasst, dass man sich über Missclassifications Gedanken macht und überlegt, wie teuer sind die. Drittens eben Modelle halt möglichst explainable macht, wenn es geht, aber sonst eben auch damit leben muss und auch in der Anwendung damit klarkommen muss. Dann das Dritte eben, dass die Größe eben einen großen Unterschied macht und man effiziente Modelle haben will. Und das Fünfte ist, dass man eben oft dann doch kein State-of-the-Art braucht oder eben es auch für die jeweilige Anwendung nicht nutzen kann, weil die Modelle dafür nicht noch nicht funktionieren. Genau, kommen wir jetzt zu den Trainingsdaten. Das ist halt meiner Meinung nach der größte Hebel in der Industrie. Einerseits, weil man halt sagt, okay, halt mit dem gleichen Modell, wenn man halt nochmal doppelt so viele Daten drauf tut, dann kann man da doch ziemlich viel rausholen. Also das ist bei uns auch immer so der Trade-off, also jetzt zum Beispiel im medizinischen Bereich. Wir haben jetzt Zugriff auf 1 Million Studien von 12 medizinischen Einrichtungen in ganz Europa mit Biopsien und medizinischen Reports und so. Und da ist halt immer dann die Frage, okay, macht es jetzt Sinn, noch einen Modell, was in irgendeinem Paper 2% besser performt hat, zu implementieren, oder schicken wir halt unsere Business Guys nochmal raus, dass die nochmal 200.000 Bilder organisieren oder unsere 15 Radiologen, dass die halt eben nochmal Bilder annotieren. Und ich glaube, das ist auch sowas in der Industrie, in der Forschung, wie gesagt, ist man dadurch ein bisschen constrained, aber in der Industrie kann man sich halt genau, kann man sozusagen beide Seiten steuern. Wir denken halt über Daten generell in eigentlich so drei Kategorien nach. Wenn man jetzt sagt, man hat eine Supervised Machine Learning Anwendung, gibt es halt Anwendungen, wo man fast unendlich viele Daten hat und die auch verfügbar sind. In anderen Anwendungen
hat man trotzdem immer noch sehr, sehr viele. Und da muss man sich halt überlegen, wie füge ich die eigentlich dem Modell zu. Also ich glaube, so gerade so Sampling-Techniken sind recht effizient, Teil auch bei uns. Also zum Beispiel, wenn man eben aus verschiedenen Daten, Quellendaten hat, mit unterschiedlichen Label-Distributions und so weiter, zu überlegen, okay, wenn ich jetzt mein Modell trainiere, in welcher Reihenfolge, wie balanciere ich das gut, dass ich eben auch hinten dann die Performance kriege jeweils und eben nicht die Missclassifications machen, die ich nicht machen sollte, dass dass das eben alles zusammenpasst. Also das ist, denke ich, wichtig, wenn man Labeldaten hat. Der spannendste Bereich ist eben der mittlere Bereich, ist das Thema Active Learning. Das ist ein Thema, das ist so ein bisschen fast so ein 90er-Jahre-Thema. Da war das recht populär, wo man halt bei eher klassischen Machine Learning-Methoden gesagt hat, okay, wie kann man, wenn man nicht gelabelte Daten raus hat, und man hat auf der einen Seite ein Modell trainiert, was irgendwie jetzt schon gut performt, und man hat dann noch sehr, sehr viele nicht gelabelte Daten, wie kann man jetzt rausfinden, welche von diesen Daten man labeln muss? Also was sind sozusagen die interessantesten neuen Samples, die ich labeln muss, weil jedes Mal labeln kostet halt irgendwie Geld, sodass ich dann mein Modell möglichst stark verbessere. Und die Methoden sind halt schon sehr alt, und dann so in dieser ersten so Deep Learning Welle, so bis, weiß nicht, 2015 ungefähr, war das auch noch nicht so ein Thema, weil man erstmal froh war, okay, Deep Learning funktioniert überhaupt, und man hatte auch irgendwie große Datensätze, ImageNet ist groß und Coco und so weiter, also es gibt große Datensätze mit Millionen von Bildern. Aber wenn man jetzt sagt, okay, man will die Sachen wirklich in die Industrie bringen, dann wird dieses Thema jetzt auf einmal wieder spannend. Das ist auch ganz spannend, weil jetzt gerade in den letzten ein, zwei Jahren da doch ziemlich viele Paper auch erschienen sind, die eben das Thema Active Learning im Bereich Deep Learning anwenden. Weil jetzt konkret unser Beispiel, wir haben jetzt 1 Million Studien ungefähr. Das heißt, wenn uns so eine Studie, sagen, nehmen wir mal eine Zahl, irgendwie 40 Euro kostet zu annotieren und wir die alle annotieren, dann brauchen wir 40 Millionen Euro. So, klar kann man sagen, okay, dann müssen wir irgendwie die 40 Millionen Euro organisieren, aber es ist halt auch nicht die smarteste Anwendung von dem Geld. Das heißt, man kann da halt recht sehr, sehr smart vorgehen, indem man halt sagt, okay, welche von diesen Daten muss ich wirklich annotieren? Und gerade im Bereich Medizin sind halt zum Glück die meisten Leute gesund. Das heißt, man muss jetzt schon mal nicht kommen und alle gesunden Bilder annotieren, weil das hat die Maschine sozusagen recht schnell gelernt. Aber man muss halt gerade so diese ganzen Corner Cases eben annotieren, die halt selten sind oder irgendwelche seltenen Krankheiten sind. Oder im autonomen Fahren das Gleiche. Ich meine, auf einer Autobahn zu fahren, das lernt man irgendwie recht schnell. Man will halt eben genau diese spannenden Daten annotieren und das voranbringen. Und von daher sind diese Methoden sehr, sehr, sehr wertvoll. Also, wie gesagt, in der Medizin, wir nutzen das gerade schon sehr, sehr aktiv, und uns hilft das sehr, sehr stark zu steuern, eben dann auch iterativ zu steuern, welche neuen Daten wir annotieren. Das heißt, wir haben jetzt irgendein Modell, das performt irgendwie. Wir haben dann unsere angelabelten Daten laufen, lassen da unser Modell drauf vorhersagen, lassen unsere Active Learning Algorithmen drüber laufen und können dann halt ganz genau sagen, diese Samples, da haben wir noch die größte Uncertainty, die schicken wir jetzt noch zu unseren Radiologen, lassen sie aufbereiten, um sie dann wieder in den Trainingsprozess reinzuschlagen, zu schmeißen. Das ist super spannend, und genau das Gleiche eben auch im autonomen Fahren. Jetzt im Herbst war ECCV in NVIDIA, hatte da einen Vortrag gegeben, und das war eben ganz spannend zu sehen, dass sie das auch als mit das größte Thema auch im autonomen Fahren erwähnt hatten. Also die ganze Präsentation ging eigentlich um dieses Thema, weil halt, sobald man irgendwie mal 100 Autos draußen hat, kreiert man so viele Daten jeden Tag, die kann man noch gar nicht, allein die durchzuschauen, ist schon schwierig, und klar kann man mit verschiedenen Sachen arbeiten, aber da eben auch Active Learning Methoden zu verwenden, um auf eine smarte Art und Weise die relevanten Daten zu finden, ist super, super wertvoll, um dann die Modelle zu verbessern. Und ich meine, der dritte Bereich ist halt super Ill-Post, ja, irgendwie Blindspots. Wenn man halt weder die Daten hat noch und auch nicht die Labels, dann ist es halt ziemlich schwierig vorherzusagen, was fehlt mir eigentlich. Und das geht so ein bisschen auf das Problem vorher zurück, auf das Problem, wie teste ich meine Modelle, weil halt man hat immer irgendeinen Testdatensatz, da funktioniert das irgendwie dann irgendwann gut genug, und dann sagt man, okay, jetzt tue ich das halt draußen in die Anwendung, aber man ist sich halt nie hundertprozentig sicher, dass man sozusagen alles abgedeckt hat, was draußen passiert, und deswegen ist das halt, damit muss man halt immer leben und muss halt immer gucken, wie findet man sonst diese Blindspots. Genau, ich glaube, was damit auch zusammenhängt, ist, dass halt akademische Datensätze sehr gebalanced sind. In Akademie ist es ja so, dass man meistens irgendwie gleich viele Samples von jeder Klasse hat. Jetzt bei uns im Medical Imaging ist es so, dass irgendwie 3% der Patienten eben Krebs in diesem Fall haben. Das heißt, man hat irgendwie 97% sind normale Bilder. Das heißt,
das lernt der Algorithmus recht schnell und man muss halt irgendwie an diese 3% rankommen, erstmal an die Daten, schon mal ein riesiges Problem und dann die halt auch noch natürlich annotieren. Und da, das denke ich, ist was, was man immer stark beurteilen muss. Das weitere Thema ist halt auch Datenqualität. Wie gesagt, akademische Datensätze auch meistens perfekt gelabelt. Wenn ich sehe, was Radiologen teils sozusagen unterschiedliche Radiologen über zum Beispiel das gleiche Bild sagen, dann geht das halt oft sehr, sehr weit auseinander. Ja? Und das heißt, da muss man halt dann auch Prozesse etablieren in der Annotation, dass halt diese Qualität ziemlich hoch ist. Das heißt, man muss zum Beispiel irgendwie alle X-Bilder einen Safety-Check machen und eine Benchmark-Studie irgendwie reinfeeden, dass halt der man nochmal guckt, okay, ist der Arzt noch fokussiert oder man lässt halt Daten mehrfach annotieren, kann dann darüber auch über die Variabilität rausfinden, welche Annotatoren sind halt genauer als andere oder welcher mit welchen, sage ich mal, Typen von Annotationen Probleme. Und das wird recht komplex und gerade wenn man halt eben mehr hat, weil es sind auch ein paar Paper drin, wenn man sich halt Literatur dazu auch anguckt, hat das halt einen riesigen Einfluss auf Performance. Das heißt, das kann man ja auch recht einfach ausprobieren mit einem perfekt gelabelten Datensatz. Wenn man da halt ein paar Labels randomly sozusagen flippt, dann geht die Performance halt ziemlich schnell runter. Das heißt, dieses ganze Thema Labeling-Qualität ist super wichtig, gerade bei den schwierigen Fällen, oder? Also im autonomen Fahren ist natürlich so, irgendwie eine Straße zu annotieren und einen Baum ist noch relativ einfach, aber natürlich gerade die Situation, wo es dann irgendwelche Spiegelungen gibt oder wo halt es nicht ganz klar ist, welche Klasse das ist oder Sachen einfach auch schwierig zu erkennen sind, weil sie sehr klein sind, das sind halt genau die Sachen, wo man halt eben richtig sein will, weil das sind die kritischen Fälle. Und von daher ist es auch ein Thema, was jetzt auch in den letzten Jahren mehr gekommen ist. Gleichzeitig kann man eben auch sehr viel mit nicht genau gelabelten Daten machen. Also wenn man sagt, man hat jetzt zum Beispiel einen kleinen Datensatz, der sehr genau gelabelt ist und einen großen Datensatz, der halt sehr ungenau ist, dann kann man die Modelle zum Beispiel erst auf den ungenauen Daten vortrainieren, um halt ein möglichst breites Spektrum gesehen zu haben und dann halt im zweiten Schritt zu sagen, okay, jetzt nehme ich dieses vortrainierte Modell und trainiere das halt nochmal im Detail nach. Genau, das sind eben auch nochmal eben drei Punkte. Also einerseits, dass man sich genau überlegen muss, welche Daten hole ich mir, kostet jedes Mal irgendwie Geld, beziehungsweise welche annotiere ich. Zweite ist eben, dass man eben sich auf die seltenen und Corner Cases fokussiert, auch bei der Acquisition und beim Labeling und das eben auch ein großes Thema ist in der Anwendung. Und das Dritte ist, dass eben hohe Qualität bei den Annotationen verdammt wichtig sind. Genau, ich meine, vielleicht jetzt dazu, ich glaube, ich sehe mittlerweile also so, wenn man jetzt so sagt, okay, wenn es jetzt um Kommerzialisierung oder Produktisierung von Deep Learning geht, so diese Produkte und Business-Themen, die sind komplex und die muss man machen, aber diesen Hass hat man auch in allen anderen Industrien, wenn es jetzt nicht um Machine Learning-Anwendungen geht. Gleichzeitig, ich meine, Machine Learning ist mittlerweile auch ziemlich commoditized, jeder kann sich irgendwie PyTorch, TensorFlow, pre-trained Models runterladen, kann innerhalb von irgendwie 10 Minuten was aufsetzen, was einem irgendwie hilft, ein neuronales Netzwerk für ein Standardproblem zu trainieren. Ich glaube, der größte Teil der Herausforderung ist genau eben dazwischen, ich nenne das so Machine Learning Systems, aber eben genauso beide Seiten zu verstehen, also einerseits so diese Anwendung zu verstehen, andererseits halt klar die Standard-Tools zu nutzen zu können, um dann halt wirklich ein System zu bauen, was eben teils dann schon sehr komplex wird, wo viele Leute dran kollaborieren, was robust funktioniert. Und ich glaube, das ist halt nicht nur oft Machine Learning, sondern eben auch sehr, sehr viel Software Engineering. Und da hat man natürlich einige Challenges. Auf der einen Seite hat man sehr lange Trainingszyklen, sehr langsame Feedback Loops immer. Unit Integration Testing, was halt so, ich meine, Software Engineering natürlich kompletter Standard ist, ist halt bei Machine Learning teils gar nicht so einfach. Gerade wenn man sich überlegt, okay, wie baue ich jetzt einen Integration Test für ein neuronales Netzwerk? Natürlich geht das, aber ist halt teils schon ein bisschen aufwendig. Reproducibility ist ein riesiges Thema. Wenn man halt allein an irgendwas arbeitet, ist es ziemlich egal im Sinne von, man arbeitet halt nur, man kennt seine eigene Codebase natürlich sehr gut. Versteht auch, was vor 3 Monaten war, hat das irgendwo in seinem Git drin und publisht dann vielleicht auch irgendwann ein Paper und dann geht man halt auch zum nächsten Problem und publisht den Code und dann ist das irgendwie alles reproduzierbar. Wenn man halt mehrere Leute hat, die an dem gleichen Problem arbeiten und jeder macht irgendwelche Experimente und man will dann gucken, was hat der andere gemacht und man hat natürlich nicht alle Gedankengänge, die der im Kopf hatte, jetzt irgendwie auf irgendwo niedergeschrieben, dann ist es halt teils sehr, sehr schwierig,
die Sachen zu reproduzieren, gerade wenn auf einmal man das halt genauso laufen lässt und dann eine andere Zahl rauskommt. Das heißt, man muss da eben sehr stark auch schauen, dass man eben genau schaut, okay, im Prinzip halt loggt, okay, welche Daten wurden genutzt, welche Version der Daten, welche vorgetrainierten Modelle wurden vielleicht genutzt, welche Code-Version wurde genutzt, was war der Training Schedule, was waren die ganzen Predictions, dass man dann eben wirklich auch zurückgehen kann und idealerweise halt sagen kann, okay, ich will jetzt genau das gleiche Experiment von vor 3 Monaten nochmal laufen lassen, damit das halt sauber funktioniert. Ich glaube, ein großer Challenge ist halt, dass im Deep Learning alle von End-to-End-Learning reden. Ja, man will halt irgendwie möglichst von den rohen Daten zu dem eigentlichen Business Goal halt alles irgendwie differentiable machen und auf einmal optimieren und eine lange Pipeline bauen. Das ist halt immer nett und irgendwie elegant, zumindest aus Forschungssicht. Ist natürlich genau eigentlich widersprüchlich mit dem, wie man Software entwickelt, dass man eben Microservices baut, Sachen modular aufbaut, um sie eben auch besser maintainable zu machen. Und ich glaube, das merkt man halt so in der Entwicklung gerade von Industrieanwendungen, dass das halt teils so ein bisschen clasht, weil es so ein bisschen widersprüchlich ist. Von daher, genau, ich meine, wir haben mal so ein paar Sachen. Ich meine, wir haben bestimmte Standard-Pipelines, die wir halt jede Nacht laufen lassen, einfach um mal zu schauen, dass alles noch läuft. Wir haben ein recht komplexes System, um Experimente zu konfigurieren, um die reproduzierbar zu machen. Und ich meine eben auch für so Integration-Tests und auch fürs Testing haben wir halt immer für eigentlich alle Sachen so recht klare Toy-Examples, die uns halt helfen, die Sachen sauber zu machen. Genau. Ich würde jetzt kurz noch was vielleicht, und dann seht ihr, dass wir wieder zu dem Merantix-Thema zurückkommen, noch 15 Minuten was zu dem sagen, was wir machen. Eben, und dann werden einige Themen von denen wieder auftauchen, würde ich jetzt recht schnell durchgehen. Einerseits, ich habe kurz was zum Medizinbereich und dann aber hauptsächlich Automobil, weil hier natürlich Fahrzeugtechnik das relevantere Thema ist. Ja genau, generell, ich meine, wir sagen halt, es ist irgendwie so, eben so Forschung und Industrie zusammenzubringen oder die Anwendung ist gar nicht so einfach, deswegen inkubieren wir Unternehmen. Wir haben jetzt eine Firma im Healthcare-Bereich, das sind jetzt 20 Mitarbeiter, die eben automatisierte Diagnostik in die Radiologie bringt. 10 Leute im Automobilbereich, da geht es um Testlösungen für autonomes Fahren, da gehe ich gleich noch drauf ein, wieso das wichtig ist. Und schauen uns jetzt gerade noch ein paar neue Themen auf und bauen im Prinzip diese Unternehmen, die wir selbst gestartet haben, für 1 bis 2 Jahre auf, finanzieren die auch mit ein paar Millionen Euro, um wirklich halt so die Technik und auch die Industrie zusammenzubringen und dann halt wirklich nicht nur irgendwie coole Demos zu haben, sondern wirklich ein Produkt, was im Markt ist. Und da müssen viele Themen zusammenkommen. Ich meine, im Medizinbereich, man muss an die Daten kommen, man muss die Produkte zertifizieren, muss sich überlegen, okay, wie nutzt der Mediziner das am Endeffekt, und das ist halt nicht ganz einfach. Genau, im Medizinbereich geht es um automatisierte Diagnostik in Radiologie, erste Anwendung Mammographie, also Brustkrebserkennung, da wird super viel übersehen, irgendwie 20% ist so die Dunkelziffer, wird halt nicht erkannt vom Arzt. Und wir versuchen im Prinzip die einfachen Fälle automatisiert zu diagnostizieren und die komplexen dann an den Arzt weiterzugeben und so halt Effizienz reinzubringen und auch die Qualität zu erhöhen, weil der Arzt, wenn er halt mehr kritische Studien sieht, auch genauer wird in seiner Diagnose. Da gibt es einige Studien zu, was recht spannend ist. Und genau, sind da jetzt gerade dabei, das Medizinprodukt auf den Markt zu bringen und haben da halt viele von den technischen Themen, die ich vorher angesprochen habe, viele von diesen Challenges, also einerseits natürlich Active Learning, welche Daten label ich, Outlier Detection ist ein riesiges Thema auch, weil im Prinzip ist ja den Nutzern freigestellt, was sie dann im Endeffekt in unsere Software reinschmeißen. Und das ist vielleicht so ein bisschen Learning auch von diesem How Hot, wo dann die Leute halt irgendwelche Gegenstände da hochladen oder irgendwelche, einer hat so ein Kamel hochgeladen oder ein Zelt, und ein Zelt hat er hochgeladen, hat dann gesagt, dass das Zelt irgendwie attraktiver ist als er selber und sich dann beschwert auf Reddit. Und die Leute spielen halt mit so Systemen, und klar, jetzt, das ist jetzt ein seriöseres Setting als natürlich diese App, aber die Leute finden es halt immer faszinierend, so intelligente Systeme zu haben und die halt auszutricksen. Und von daher ist halt Outlier Detection verdammt wichtig, weil man halt irgendwie wissen muss, okay, was ist das jetzt irgendwie, was da hochgeladen wurde, was out of sample ist, was halt, wo mein Netzwerk einfach sagen sollte, dazu mache ich keine Angabe. Das heißt, das ist ein großes Thema. Genau, ich glaube, Testdatensatz zusammenbauen, riesiges Thema, weil wir halt verschiedene medizinische Partner aus verschiedenen Geografien haben, mit verschiedenen Distributions an Leuten, Patienten, die vielleicht auch in unterschiedlichen Stages sind, unterschiedliche Geräte, mit denen die Bilder aufgenommen werden, die halt auch wieder alle anders sind, wo man anders normalisieren muss. Das heißt, man hat halt einfach super
dreckige Daten und muss halt damit sauber agieren. Genau, und ich meine, da sind wir jetzt gerade dabei, jetzt im Sommer wird das Medizinprodukt zugelassen sein, wenn alles gut geht, und sind jetzt integrieren es gerade mit den ersten Kunden gerade. Aber ja, also Algorithmen müssen auf jeden Fall noch besser werden, sind da laufend in der Entwicklung. Sieht dann irgendwie so aus später, das ist jetzt die Software, Screenshots, loggt sich der Arzt ein, sieht da irgendwie seine tägliche Arbeit, und da sind halt so kleine Striche am Rand, die halt im Prinzip ausdrücken, dass diese Studien schon vordiagnostiziert wurden, und bei den anderen muss halt der Arzt dann nochmal rein und die Diagnosen machen. Und dann gibt es eben schon eine automatisierte, strukturierte Befundung in diesem Fall, die halt von den Algorithmen getroffen wird. Und bei den anderen kann der Arzt dann eben jetzt in diesem Fall noch rein und reingehen. Da auch riesiges Tool Annotation. Also wir nutzen halt auch dieses Structured Reporting, das, um halt Annotationen zu machen. Also das heißt, wir haben jetzt eben diese Radiologen, die halt diese Bilder kriegen und dann da drin eben Sachen einzeichnen müssen, weil es eben auch viel Detection, Segmentation Themen sind. Ich wollte jetzt, ich habe jetzt noch so 10 Minuten, wollte noch kurz was zum autonomen Fahren sagen, was wir da machen. Kann ich leider keine Daten zeigen, weil wir da auch mit ein paar Automobilherstellern zusammenarbeiten und die Daten leider nicht zeigen kann. Aber ich wollte euch so ein bisschen das Problem einführen, weil ich glaube, da kommen jetzt viele Punkte wieder, die wir gerade besprochen haben. Wenn man sich halt autonomes Fahren anguckt irgendwie, man dachte irgendwie bei der DARPA Challenge 2004, gut, da hat es noch gebrannt, aber dann spätestens 2005, dass irgendwie autonomes Fahren recht zeitnah gelöst würde, dann hat man irgendwie viele, viele Milliarden, Dutzende Milliarden jetzt in den letzten 13 Jahren oder 14 Jahren jetzt mittlerweile investiert, und ist halt immer noch da, ja. Und wahrscheinlich muss man auch noch viele Milliarden investieren, oder ziemlich sicher, um die Systeme halt zumindest begrenzt robust zu bekommen. Und das ist halt ein riesiges Problem. Und das Spannende ist aber, von der kommerziellen Seite wird es halt vor allem, wenn man sich so Mobility Services anschaut, eben dann erst richtig spannend, wenn man halt so Level 4 oder 5, also sehr hohe Autonomie hat, dass es dann wirklich auch kommerziell spannend wird. Und da arbeiten recht viele dran. Und eigentlich die wichtigste Frage ist halt, wie schnell kommt man jetzt dahin? Ja? Also wie schnell kann man von sage ich mal, Prototypen oder eben auch noch Modellen, wo der Safety Driver drin sitzt, halt zu einem Modell kommen, wo man wirklich auch damit mal den ersten Euro verdienen kann. Und das heißt, jetzt für die nächsten Jahre wird es sehr, sehr wichtig sein, möglichst schnell zu iterieren und möglichst schnell voranzukommen und die Entwicklung im autonomen Fahren voranzutreiben. Und da geht es darum, wie schnell bin ich, wie gut kann ich meine Ressourcen einsetzen. Das heißt, selbst wenn 1.000 Engineers an oder 10.000 Engineers an diesem Problem arbeiten, will ich halt, dass die an den richtigen Themen arbeiten, damit wir und an den richtigen Problemen, damit wir möglichst schnell vorankommen. Und das wichtigste Thema da ist eben auch, wie sicher sind dann und wie robust sind meine Themen. Und das seht ihr schon, das hat ein bisschen was mit den vorherigen Themen zu tun, weil wir sind da, glaube ich, gerade so ein bisschen, ich glaube, so in den letzten ein, zwei Jahren war irgendwie das letzte Jahr schon ein bisschen abgeflacht, aber davor war natürlich ein riesiges Hype-Thema autonomes Fahren. Jetzt gerade ist so ein bisschen das Tal der Ernüchterung. Wir kommen da gerade rein und wir wissen, glaube ich, auch noch nicht so ganz, wie tief das ist, dass man halt merkt, okay, das ist jetzt halt nicht in 2 Jahren gelöst, sondern ja, okay, Waymo fährt mit noch jetzt doch wieder Safety Driver irgendwo in Phoenix in der Wüste, wo halt keine Fußgänger sind und es immer 37 Grad ist. Aber das ist halt schon noch weit davon entfernt, dass man das halt wirklich global auch ausrollen kann. Und deswegen glaube ich, somit das wichtigste Thema ist eben Sicherheit und wie kann ich diese Systeme sauber absichern. Und es ist halt eben sehr anders als jetzt, wenn man jetzt ein bisschen sozusagen Automobilsprache da reinbringt, als so klassisch wie eben auch im Automobilbereich abgesichert wurde mit irgendwie funktionaler Sicherheit, wo man halt irgendwie die ganzen Komponenten nimmt, die halt testet, und wenn die alle einzeln funktionieren, dann funktioniert auch das Gesamtsystem. Das geht halt nicht bei so Systemen, wo du eben vor allem auch in einem Multi-Agenten-Setting hast, also selbst wenn die einzelnen Komponenten gut funktionieren und einzeln getestet wurden, heißt es halt noch nicht, dass das Gesamtsystem eben auch in so einem Multi-Agenten-Setting sauber funktioniert. Und deswegen muss man da eben über das ganze Thema Sicherheit ganz anders nachdenken. Generell ist eben gerade der mittlere, wenn man das in 3 Teile unterteilt, wie autonomes Fahren, dass man eben sagt, okay, irgendwie der C-Bereich, also das ganze Perception-Thema, das funktioniert halt schon sehr gut. Wir machen da auch was, wo es darum geht, die Module zu evaluieren, aber das versteht man zumindest recht gut. Das ist ein sehr wohl definiertes Problem. Man will irgendwelche Bounding-Boxes oder Segmentations rauskriegen, kann halt die quantifizieren, wie genau die sind. Und auch der Acting-Teil, also das ganze Control-Thema ist recht klar und recht gut lösbar. Aber gerade eben so dieser mittlere Teil, also dieses Acting oder Thinking, ist natürlich eine riesige Herausforderung. Und
Genau, und wie man jetzt die Systeme absichert, klar, man kann irgendwie viele Meilen fahren, ich meine, kennt ihr wahrscheinlich, aber wenn man halt einfach nur eben sozusagen statistisch sicher gehen will, dass eben diese autonomen Autos gar keine Fehler machen, dann müsste man halt Dutzende, Hunderte Millionen wahrscheinlich Kilometer fahren, um irgendwie statistisch darüber eine Aussage zu treffen. Selbst dann ist das schon ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Wenn man dann ein Software-Update macht, kann man das Ganze nochmal machen. Also ziemlich klar, dass eigentlich Miles-Driven ziemlich schlechtes Maß sind. Und der Stack ist halt sehr kompliziert. Ja, wir haben irgendwie einen sehr komplexen Stack aus vielen Modulen, die auch alle zusammenspielen müssen. Wir haben teils sehr, sehr, sehr noisy Sensordaten und wir haben teils auch eben noch eine gewisse Randomness im System, die man natürlich, mit der man auch umgehen muss. Und jetzt kommen wir eigentlich wieder auf diese Themen zurück, auf die, wie wir vorhin hatten. Irgendwie Transparency ist super wichtig. Man gibt natürlich auch, gerade wenn man das Sachen dann zertifizieren will, muss man wissen, was funktioniert, was nicht funktioniert. Man kann eigentlich nur Statistical Guarantees geben. Und wenn man jetzt sagt, weil diese Methoden alle halt training-based sind, man trainiert auf irgendwelchen Daten, muss man halt wissen, okay, auf welchen Daten muss ich eigentlich trainieren, was muss ich eigentlich für Daten nutzen, um mein System zu trainieren, damit es das kann, was ich wirklich können muss. Und dann hat man natürlich auch noch mal gewisse Instability-Themen, dass man selbst, wenn man auf den gleichen Daten oder sehr ähnlichen Daten mehrfach trainiert, dann kann es halt sein, dass auf einmal irgendwelche komischen Sachen nicht mehr funktionieren, die vorher funktioniert haben, weil man halt dann doch irgendwo vielleicht in einem Local Minima irgendwie endet bei den Optimierungen und das eine halt strukturell sehr unterschiedlich sein kann von dem, wo man letztes Mal gelandet ist und dadurch halt Performance sehr anders sein kann. Genau, und ich meine, das ist auch wieder jetzt hier ein bisschen konkreter, Testdaten nicht ganz einfach zu kriegen und teils auch gefährlich, bestimmte Testdaten zu sammeln oder auch Trainingsdaten. Man will jetzt auch nicht rausgehen und sagen, okay, wir fangen jetzt an mit 1000 Leuten irgendwie diese ganzen Edge-Cases aktiv zu sammeln. Das heißt, man muss sie irgendwie aus den bestehenden Daten holen. Die Umgebung ändert sich, ja. Also wenn man jetzt sagt, weiß nicht, München jetzt als Stadt, jedes Jahr sind da wieder irgendwelche neuen, vielleicht komischen neuen Gebäude, die sie, oder irgendwelche Objekte auf der Straße, die auf einmal ganz anders aussehen. Man hat Secondary Effects, das ist auch ein sehr, sehr kritisches Thema, dass halt, wenn die Leute mal wissen, dass die Autos autonom fahren, dass man dann natürlich auch, die Leute sagen, okay, das Auto muss ja super vorsichtig fahren, da kann ich jetzt auch über die rote Ampel laufen, weil das System wird ja trotzdem bremsen. Und mit solchen Sachen umzugehen, ist natürlich nicht ganz einfach. Und ich meine auch, gerade so in der letzten Zeit gab es natürlich viele Ansätze, dass man gesagt hat, okay, man testet halt das Ganze in der Simulation, also nimmt eine Simulationsumgebung und evaluiert darin die neuronalen Netzwerke und die ganzen Systeme. Aber selbst wenn man da dann gut performt, und das ist zur Entwicklung ganz gut, wenn man da dann den Autonomous Driving Stack testet, dann ist es halt trotzdem so, dass es verdammt schwierig zu beweisen ist, dass die Simulation sozusagen, nur wenn man in der Simulation gut ist, dass man dann auch in der echten Welt gut ist. Also diesen Vergleich zu ziehen, ist wahrscheinlich noch schwieriger als den, und das sozusagen zu beweisen, ist wahrscheinlich noch schwieriger als das autonome Auto selber zu bauen. Gibt halt auch viele Situationen, wo es halt auch nicht klar ein korrektes Verhalten gibt. Ja, also wo man sagt, okay, wo man vielleicht links oder hätte rechts überholen können, oder wo man jetzt den Lane Change hätte man machen können oder nicht. Wie gesagt, man hat Probabilistic Behavior, man kann auch wieder im Testset overfitten, wenn man jetzt auch sagt, man hat irgendwie ein gutes Testset. Und ja, genau, man muss es halt dauernd wieder testen. Und deswegen eben sehr, sehr spannendes Thema. Ich glaube, noch eine coole Sache, Paper, was auch letztes Jahr rausgekommen ist, ist, dass halt wenn man jetzt auch selbst, wenn man so Perception evaluiert im Bereich autonomes Fahren, da es halt so ist, dass die Standard auch wieder die Brücke zu dem, was ich vorher gesagt habe, dass halt jetzt, wenn man sich diese Fahrersituation links anschaut, dass halt nicht alle Bereiche gleich wichtig sind. Ja, jetzt in dieser Fahrsituation ist wahrscheinlich das Auto direkt vor mir und irgendwie die Ampel oben wichtig, weil die entscheidet darüber, ob ich jetzt stoppen muss und dass ich muss aufpassen, dass ich in den da rechts vor mir nicht reinfahre. Aber der Fußgänger, der da ganz hinten links ist, der ist gerade komplett irrelevant. Das heißt, hier ist es halt viel kritischer, das Auto direkt vor mir nicht zu erkennen, als wenn ich den Fußgänger irgendwo weiter hinten nicht erkenne, weil der hat gerade keine Relevanz. Und das heißt, wenn man jetzt hier einfach nur eine Standard-Perception-Metric draufhaut, dann würde sowas halt nicht mit beachtet werden. Und das ist super wichtig. Gleiche auch, wenn man jetzt eben ein anderes Paper, wenn man sagt, okay, man hat irgendwie einen Stack und man guckt sich jetzt vielleicht Steering Angles an, man sagt, okay, wie viel, man hat irgendwie einen Expert Driver, also einen Experten, der die Strecke richtig abgefahren ist, und man hat jetzt zwei Modelle,
die im Durchschnitt eine ähnliche Abweichung haben in den Steering Commands, dann ist es halt, hier ist auch ein Experiment, das eine Ding fährt halt gegen jede Ampel, gegen jeden Laternenpfeiler irgendwie rechts, also kann überhaupt nicht fahren. Und das andere Modell, was in dieser Average Metric genauso gut ist, das fährt halt zwar nicht perfekt, aber eigentlich ziemlich gut die Strecke ab. Und das zeigt halt einfach, dass so diese Standardmetriken einfach hier auch wieder nicht adäquat sind. Und dann kann man sich da das Engagement angucken, aber da hat man halt auch gemerkt, dass es halt natürlich immer eine Frage ist, wie früh disengaged man, wo ist man überhaupt gefahren? Also selbst wenn zwei Fahrzeuge auf beide 100.000 Meilen gefahren sind und gleich viele Disengagements haben, kann halt der eine nur Landstraße gefahren sein oder irgendwie, und der andere ist halt in der Innenstadt gefahren. Das heißt, eigentlich muss man das dann auch wieder gewichten, und dann ist aber die Frage, wie quantifiziert man das? Also ich will einfach nur aufzeigen, es ist halt verdammt komplex. Von daher, daran arbeiten wir. Wir arbeiten an einer Testing-Engine im autonomen Fahren, die im Prinzip halt Terabytes an echten Daten reinnimmt, weil wir glauben, man muss halt sehr sehr stark von der echten Welt da inspiriert sein und so ein bisschen wie so ein Führerscheintest das Ganze halt in so Capabilities sortieren, dass man halt eben sagt, okay, irgendwie, wenn man einen Führerschein macht, muss man auch irgendwie links abbiegen können und überholen können und einparken können. Und auf der Basis halt das Testsystem strukturieren und da einen Testkatalog aufbauen, auf dem man dann halt eben das System testet. Und eben in diesen kleinen Fahrsequenzen sozusagen testet, besteht das Auto die oder besteht es nicht, binäres Outcome, und da dann schaut, eben einerseits, wo performt der ganze Stack. Natürlich ist es so, wenn man so eine aufgenommene Sequenz an Sensordaten hat und das Auto verfährt ein bisschen anders, da muss man im Prinzip in eine Simulation übergehen, weil man ja dann ja simulieren muss, wenn jetzt das neu gefahrene Auto sozusagen sich leicht anders verhält, wie würden sich dann auch die anderen Verkehrsteilnehmer verhalten. Aber man kann so im Prinzip den ganzen Stack testen, arbeiten da, ist für Entwickler spannend, arbeiten da auch mit ein paar deutschen Automobilkonzernen zusammen, und gibt es halt eben auch viele spannende ML-Parts. Ja, also einerseits irgendwie, man hat Daten von der Straße, man fängt dann an, einerseits mit Disengagements zu arbeiten, um die zu nutzen, um rauszufinden, was sind irgendwie spannende Stellen, die man testen will, Corner Cases. Man kann aber auch eben mit Machine Learning Algorithmen halt eben nach diesen spannenden Stellen suchen, gerade wenn man sehr große Datenmengen hat, baut dann eben diese Szenarien, das ist auch viel manuelle Kuration, und kann dann aber eben auch wieder zurückgehen, so ein bisschen dieser Active Learning Ansatz zu sagen, okay, wo habe ich denn jetzt noch White Spots, wo muss ich jetzt vielleicht auch noch Daten sammeln sogar. Ist recht spannend, das ist jetzt ein bisschen mehr im Detail, ist natürlich spannend, dann auch eine Ebene tiefer zu gehen, das ist auch was, woran wir gerade arbeiten, und zu sagen, okay, jetzt das testet sozusagen den gesamten Autonomous Driving Stack. Wie kann man jetzt einzelne Module testen? Da arbeiten wir auch mit einem deutschen Zulieferer zusammen, wo es eben darum geht, jetzt eben nur das Perception-System zu evaluieren. Das heißt, man hat wirklich ein neuronales Netzwerk, was irgendwie Perception macht, und arbeitet einerseits mit Augmentation und Perturbations, also versucht halt sozusagen das Netz zu manipulieren und zu gucken, wie das darauf reagiert, aber auch einfach auf großen Trainingsdaten, Testdaten zu sehen, was sind eigentlich Schwachstellen in diesem System. Gibt es da, wenn man auch die Metadaten nutzt, halt bestimmte Situationen, wo das Netz halt nicht richtig performt. Genau, ich meine, das ist, glaube ich, fast meine letzte Slide. Gibt viele Robotics-Challenges, aber natürlich wir als sozusagen unabhängiger Testing-Provider, das ist so die Idee des Ganzen, da sehr tief im Autonomous Driving Stack auch integriert sind und dadurch halt viele Machine Learning Robotics Challenges da auch haben. Es ist halt eine erste Software-Version von auch der Simulationsumgebung, wo man das eben dann alles sozusagen auch als Endnutzer sehen kann, um eben zu sehen, okay, ist dieses Modell jetzt besser geworden, schlechter geworden, einerseits als Developer-Tool, aber andererseits auch, um zu sagen, okay, kann ich das Auto jetzt auf die Straße bauen. Und das ist ein spannendes Thema, hier auch in Deutschland aufzubauen, weil natürlich hier die Industrie auch vor Ort ist und eben da auf Sicherheit auch viel Wert gelegt wird. Genau, von daher jetzt letzte zwei Slides. Machen halt viel Forschung, haben einmal die Woche eine Paper Discussion Group. Jeder muss auf eine große akademische Konferenz im Jahr gehen, sind auf der einen Seite sehr akademisch, auf der anderen Seite aber eben auch sehr produktorientiert, haben spannende Datensätze. Genau, und bauen da, glaube ich, gerade ein paar ganz spannende Sachen in Berlin auf. Letztes Slide. We're hiring auch alles mögliche, Software Engineers, Machine Learning, Robotics, aber auch auf der Business-Seite. Also genau. Von daher, genau, schreibt mir auch gerne eine E-Mail oder auf LinkedIn, wenn ihr eine Frage habt, egal ob ihr jetzt irgendwie selber gründen wollt, da irgendwie Feedback wollt, Hilfe braucht, nach Investoren sucht, eure Ideen validieren wollt oder eben auch, wenn ihr
wenn ihr einen Job sucht. Also von daher schreibt mir einfach, wenn ihr irgendeine Frage habt. Und ich glaube, jetzt haben wir auch noch ein bisschen Zeit, um Fragen zu beantworten. Also genau, fangt, wer möchte anfangen? Jetzt sage ich alle erstmal vielen, vielen Dank für den tollen Vortrag. Wir haben tatsächlich ganz viel Zeit noch, die können wir nutzen, um Fragen zu stellen. Und hier ist auch die erste Frage. Ja, bitteschön. Hast du schon mal Jürgen Schmidhuber kennengelernt? Die Frage, ob ich schon mal Jürgen Schmidhuber kennengelernt habe. Ja, ich hab viele Vorträge von ihm gesehen, auch live. Ich habe mit ihm auch mal kurz gesprochen, aber ja, kenne ich, ja. Gibt es dazu eine Follow-up-Frage, oder? Ja, genau. Jürgen Schmidhuber war ja, glaube ich, auch mal in der TU München, oder? Und ist jetzt in Lugano. Die sollten ihn eigentlich alle kennen. Ja, genau. Gut. Er macht sehr coole Themen und er macht auch sehr, war jetzt auf den Europes in Montreal jetzt im Dezember, hat er auch einen Vortrag gemacht, da ging es so um Lifelong Learning und hat da auch sehr, also er haut da immer sehr, sehr kontroverse Statements raus, aber ich finde es halt sehr cool, weil es eben auch danach die Diskussion immer sehr, sehr gut anregt. Ja. Ja, genau. Frage ist, wann wir Level 5 in Deutschland auf der Straße haben. Ist so ein bisschen so wie die Frage, wann haben wir General Artificial Intelligence? Und da haben eigentlich auch in den 60ern die Leute schon gesagt, 20 Jahre. Was sagen sie immer noch? Ich glaube, man muss halt generell auch jetzt schon für Level 4 halt schauen, dass man halt sehr, sehr eingeschränkte Bereiche hat. Eben sagt, okay, wir haben jetzt vielleicht irgendwie erstmal nur gewisse Straßenzüge, oder die wir sehr, sehr gut kennen, oder vereinfachte Umgebungen. Und ich glaube, so wird sich das langsam ausbreiten. Und die Frage ist auch, ist es überhaupt wichtig, ist es wirklich ein großes Ziel, das jetzt überall schon flächendeckend zu haben? Weil ich glaube, so die größte Anwendung, klar, so im sozusagen Personen-Einzelverkehr ist es irgendwie, oder wie man, ich weiß gar nicht, wie man im Deutschen sagt, aber ist es irgendwie ein Thema. Aber ich glaube, gerade so für die Mobility-Provider ist es halt spannend. Also wenn man jetzt irgendwie weiß nicht, so ein Via-Van oder ein Moja oder auch Uber und Co. hat, für die kann es halt spannend sein, wenn sie halt sagen, okay, wir nehmen uns jetzt irgendwie, keine Ahnung, gibt halt irgendwie einige Regionen in München, in der Stadt, wo halt recht viel Mobility-Provider genutzt werden und bringt da halt dann zumindest mal Level 4 erstmal rein. Und aber ja, es ist, also ich glaube, vor 2 Jahren hätte dir wahrscheinlich jeder zu dieser Frage gesagt, irgendwie noch dauert noch 5 bis 8 Jahre oder so. Ich glaube, mittlerweile ist man da ein bisschen vorsichtiger mit den Vorhersagen. Weil es einfach diese Probleme, die ich gezeigt habe, das ist halt nur die Oberfläche. Und ich meine, ich glaube, es gibt halt genug Ansätze jetzt, die Sachen so anzufangen, so ein bisschen besser zu quantifizieren und Sachen auch vergleichbar zu machen. Aber man weiß halt immer noch nicht, wenn wir jetzt so Szenarien bauen und echte Daten nutzen, brauche ich jetzt 10.000, 100.000, 1 Million. Der eine Automobilkonzern hat halt wieder andere Sensorkonfigurationen als der andere. Das heißt, die haben halt vielleicht beide 1 Million Szenarien und irgendwie auf einer abstrakten Ebene ähnliche Sachen, die sie testen, aber es sind halt trotzdem andere Daten mit anderen Sensoren. Das heißt, das abzusichern, ist halt verdammt komplex. Und ich glaube, das wird das große Thema in der Forschung werden in den nächsten Jahren. Bitteschön. Ja. 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 Genau, also die Frage war, ob wenn wir unsere Modelle jetzt bei Kunden anwenden und da Fehler machen, wie wir uns da absichern oder wie das da mit der Haftung aussieht. Und das ist ein riesiges Thema, weil wie gesagt, so gerade im Automobilbereich gibt es jetzt so erste, sag ich mal, Gesprächskreise auch im Rahmen vom VDA und darüber hinaus, wo man eben darüber redet, wie kann man das mal quantifizieren oder statistisch irgendwie absichern, aber es ist noch sehr am Anfang. Jetzt ganz konkret im medizinischen Bereich ist es halt so, dass wir im Prinzip, wir machen eine Vordiagnose im Prinzip. Das heißt, wir füllen den ganzen medizinischen Report aus,
für diese einfachen Fälle, aber der Arzt muss halt immer noch im Endeffekt seine Unterschrift drunter machen. Und dadurch, dass er sich seine eigentliche Zeit, die er Bilder anguckt, halt auf die schwierigen Fälle fokussiert, geht da die Genauigkeit hoch und er braucht sozusagen auch insgesamt weniger Zeit. Das heißt, es verbessert die Qualität und die Effizienz, aber für alle Bilder muss der Arzt im Endeffekt noch unterschreiben und die Haftung machen. Und ich glaube, da wird es auch noch eine Zeit lang bleiben. Also ich glaube, es braucht jetzt noch so ein paar Jahre, wo dann diese Systeme jetzt in Produktion sind, wo dann irgendwann die Leute sagen, okay, hey, das funktioniert ja echt gut und wir haben uns da so dran gewöhnt, dass sich dann halt die Gesetzesänderungen kommen und man auch automatisierte Diagnosen machen kann. Aber das ist ganz schwierig. Und auch in anderen Industrieanwendungen, ja, man kann sich, wenn dann halt statistisch absichern und sagen, okay, hey, wir können euch den Datensatz, auf den wir evaluiert haben, offenlegen. Da haben wir halt Performance Y drauf. Wenn euch das reicht, dann nutzt das System, aber dann seid ihr halt auch selber sozusagen, haftet ihr dafür. Das geht halt, wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, Predictive Maintenance macht oder irgendwie Dokumente im Backoffice von einer großen Bank halt automatisiert, irgendwie Rechnungen zahlt, dann kann man das halt so machen, weil man sagt, okay, der Kunde haftet halt jetzt im medizinischen Bereich oder so oder im Automobilbereich, ist natürlich ein sehr regulierter Markt. Das heißt, da ist es halt dann im Endeffekt so, dass das zurzeit noch sehr festgeschrieben ist vom Gesetz, wer da haftet. Ja. Genau, die Frage war, wie teuer sozusagen der Trainingsprozess ist, weil eben in anderen Bereichen, eben jetzt Beispiel Blockchain, da ja auch sehr, sehr viel Energie sozusagen verbraucht wird, um eben die Rechnungen zu machen. Ich glaube, das ist bei uns, ich glaube, Training ist halt generell nicht so ein Problem, weil ich meine, da trainiert man halt Modelle und probiert Modelle aus und unsere Modelle sind jetzt auch nicht größer als in anderen, als sage ich mal in der Forschung, die sind halt ein bisschen angepasst oder sehr stark teils auch angepasst, aber jetzt nicht irgendwie 10-mal so groß. Und klar, es kostet schon jeden Monat schon eine ordentliche Summe Geld. Wenn man es jetzt mal in den Gesamtkosten sieht, die wir pro Monat haben, ist es immer noch ein relativ kleiner Teil. Spannender ist, glaube ich, halt zu Testzeiten. Also wenn man sagt, okay, man hat das Modell jetzt deployed und wie viel kostet dann halt sozusagen die einzelne Prediction? Das hängt dann von der Anwendung sehr stark ab. Im Medizinbereich ist es halt so, wenn halt 10, 20, 30 Euro, wenn der Arzt halt so viel für die Diagnose bekommt und wir davon irgendwie einen Teil bekommen, dann sind halt die Prediction-Kosten ein paar Cent oder vielleicht 10 Cent oder so, weiß ich nicht. Haben wir noch nicht mal ehrlich gesagt sauber ausgerechnet, weil die halt so klein sind da im Vergleich zu dem, was wir damit verdienen, dass es ja kein Problem ist. Aber es ist natürlich gerade so bei so Consumer-Anwendungen halt mehr ein Thema. Also wenn halt, wenn man halt eben, keine Ahnung, irgendwie einen Foto-Sharing-Service, ja Google Fotos oder so, der halt durch deine ganzen Fotos durchgeht, da hat man natürlich schon ziemliche Kosten. Und hat jetzt natürlich Google verdient natürlich so oder so durch andere Sachen Geld, aber da hat man dann schon ziemliche Kosten im Vergleich zu dem, was sie direkt mit dem Produkt verdienen. Aber das ist in so B2B-Anwendungen meistens nicht so ein Problem eigentlich. Vielleicht da eine Anschlussfrage von mir. Jetzt weiß man ja, dass man als Studierender nicht immer so viel Geld hat, aber der eine oder andere sagt, genau mit dem Thema will ich durchstarten, aber ich habe jetzt schon immer gehört, da brauche ich GPUs, da brauche ich vielleicht irgendwie einen teuren Server. Wie habt ihr das eigentlich gemacht? Geht ihr zum AWS? Habt ihr euch selber Hardware gekauft? Ja. Oder was würdest du jetzt empfehlen, wie man am besten anfängt? Ja, ich würde wahrscheinlich am Anfang gucken, dass ihr am Lehrstuhl noch ein bisschen nebenbei machen könnt. Als Lehrstuhl hat man auch kein Geld. Als Lehrstuhl hat man auch kein Geld und muss auch schauen, wo man seine GPUs herbekommt. Nee, also es ist auch wieder so ein Bild, man muss es halt sehr, sehr sauber rechnen, weil es ist auf jeden Fall günstiger. Also es gibt jetzt verschiedene Sachen. Ich glaube, wenn man halt generell Kosten anguckt, wir sind halt bei einem Cloud Provider, bei einem der großen, also wir sind sowohl bei Google Cloud als auch bei AWS. Also A kriegt man da erstmal Credits, wenn man ein Unternehmen macht, also auch wenn jemand was startet, man kann halt, ich glaube, 20.000 kriegt man recht leicht und man kriegt dann irgendwann auch 100.000 Credits, also das kriegt man, wenn man das jetzt als Unternehmen starten will. Die Sache ist natürlich so langfristig, wenn man die Kosten anguckt, ist es halt viel günstiger, eigene Hardware zu haben, ja, weil selbst wenn ich jetzt diese Kosten, die gehen dann schon, die locken dich halt am Anfang mit diesen Credits und dann ist das alles umsonst irgendwie ein Jahr oder so und dann auf einmal wird es halt teuer. Und es ist auf jeden Fall dann auch teurer pro irgendwie, wenn man halt, es kommt natürlich darauf an, wie viel man trainiert, wenn man da bei der Cloud halt pro Stunde zahlt, wohingegen, wenn man die Hardware bei sich rumstehen hat, kann man die halt
komplett ausnutzt. Man muss halt gucken, wie viel nutzt man sie. Aber wenn man da mal so Berechnungen macht, egal eigentlich wie, sind meistens die Cloud-Provider schon um einiges teurer. Die Sache ist halt einfach, dass wenn man halt anfängt zu sagen, okay, weiß nicht, bei uns jetzt irgendwie so, glaube ich, sind es gerade so 130 Terabyte medizinische Daten, die sind alle komplett anonymisiert. Also aus Privacy-Gründen wäre es fein, die auch lokal zu haben. Aber allein die halt sauber sozusagen lokal zu speichern, sauber zu backuppen, die dann allein dann in die Cloud hochzuladen und wieder runterzuladen oder so, das ist halt schon ein bisschen painful, wenn man das alles on-site sozusagen hat. Und dann auch um sicherzustellen, dass das auch alles wirklich sauber gebackupt ist und irgendwie die richtige Infrastruktur. Und dann da muss man im Endeffekt, gerade wenn die Teams dann größer werden, dann halt schon eben Leute auch einstellen, die irgendwie DevOps machen und im Prinzip das Ganze managen. Und wenn man die Kosten dann halt wieder draufrechnet, dann ist der Unterschied halt wieder gar nicht so groß. Also, aber ja, ich glaube, gerade so am Anfang ist es wahrscheinlich, ich meine, ja, ist es wahrscheinlich einfach irgendwie, ja, entweder im Lab oder Cloud Credits oder halt, wenn man irgendjemanden kennt, der vielleicht ein GPU hat oder, ja, genau. Und man kann halt auch schon viel, also gerade wenn man startet, kann man natürlich viel auch schon mit vortrainierten Modellen machen. Man muss dann die auch gar nicht vielleicht so viel trainieren und kann dadurch halt die nicht von Scratch irgendwie komplett trainieren. Ja, da oben. Ja, das ist schon, also das Gute ist halt, dass wenn wir unsere Algorithmen, also sorry, die Frage nochmal ganz kurz, die Frage war, wie wir mit anonymisiert, also wie wir mit den Patientendaten umgehen und sozusagen wie wir damit im Krankenhaus interagieren, dass die eben auch die patientenbezogenen Daten da eben richtig behandelt werden nach Gesetzeslage. Da ist es halt so, dass wir für unseren Trainingsprozess, uns ist ja egal, ob die Person irgendwie A oder B hieß oder teils eigentlich auch, wie alt sie ist, auch uns egal oder wo genau die Person im Krankenhaus war. Das heißt, wir können halt die Daten, wir anonymisieren die Daten halt vor Ort im Krankenhaus oder Diagnostikzentrum, haben da sozusagen Software laufen. Das wird danach auch nochmal vor Ort überprüft, dass es halt vollständig anonymisiert ist, dass da nichts mehr in den Bildern ist, dass da nichts mehr in den medizinischen Befunden ist, dass auch nicht mehr klar ist, wann das Bild aufgenommen wurde, dass man wirklich halt nicht mehr das zurückverfolgen kann, wer das war, und dann kommen die Daten erst zu uns. Das heißt, die Daten, sobald die bei uns sind, sind die vollständig anonymisiert und man kann auch nicht mehr das irgendwie rückgängig machen. Und anders geht es auch nicht. Und selbst wenn es anders ginge, wäre es mir ja auch viel zu risikoreich, weil man kann immer mal gehackt werden und dann will man natürlich auch keine patientenbezogenen Daten bei sich haben. Ja. Das heißt, da muss man super sauber arbeiten und da ja, gibt es auch klare Gesetze und ich glaube, da muss man, wenn man jetzt eben, wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt auch mit irgendwas im KI-Bereich mit sensitiven Daten machen, ich glaube, da muss man einfach seine Kunden oder Partner halt sauber aufklären auf der rechtlichen Seite und dann halt eben auch schauen, dass das wirklich sauber vor Ort anonymisiert wird. Ja, Frage war, haben wir unsere ersten Kunden bekommen? Das ist immer so ein bisschen, da muss man dann so ein bisschen hustlen, weil die Sache ist halt, wenn man der erste medizinische Partner hat, von dem wir Daten wollte, der wollte halt 50% in der Firma. Und ich meine, braucht man gar nicht erst anfangen. Das heißt, da ist halt so ein bisschen der Trick, dass man allen erzählt, dass die anderen Interesse haben und dann klappt es halt. Also man sagt halt Partner A, ja, hier, die anderen sind auch dabei, mit denen reden wir gerade. Oder man darf nicht lügen, das heißt, man muss irgendwie sagen, so, die anderen haben auch Interesse und mit denen sind wir gerade im Prozess und die hätten noch viel mehr Daten als ihr und weiß ich jetzt auch gar nicht, ob wir noch mit euch arbeiten wollen. Und den anderen erzählst du genau das Gegenteil und das machst du mit allen. Und dann, ich meine, dann baust du so ein bisschen Momentum auf und dann, wenn die ersten zwei, drei die Daten gegeben haben, dann kannst du halt da noch ein bisschen bolder reingehen und sagen, okay, hier, Daten sind schon da und und ja, ich meine, das Gleiche auch in anderen Industrien. Ich meine, da muss man halt auch im Automobilbranche, ich meine, ist halt auch nicht so einfach, da reinzukommen. Gerade wenn man da eben auch größere Zusammenarbeiten starten will. Und das heißt, ja, das ist teils, also bei dieser eine recht große Partnerschaft, die jetzt gerade gestartet hat, das hat ein Jahr gebraucht, das aufzugleisen. Und ist dann auch ein sehr politisches Spiel. Das ist dann eher bei diesen Konzernen, bei den medizinischen Datenpartnern war es eher so, ja, so ein bisschen hasseln und bei diesen großen Großkonzernen, da ist es eher so ein politisches Spiel, dass man irgendwie einerseits über die Fachabteilung kommen muss, andererseits irgendwie durch Senior Management, man viele Stakeholder in den Organisationen, die alle unterschiedliche Interessen haben und alle irgendwie keine Fehler machen wollen und gleichzeitig irgendwie davon profitieren, wenn es gut läuft. Und das heißt, es ist eher so ein bisschen Politikum.
Aber ja, auch da muss man natürlich sagen, man redet mit anderen und die anderen sind auch sehr spannend und die sind da schon ein bisschen weiter und ja, es gibt da leider kein Patentrezept. Also ja. Ja. Ja, jetzt gerade nicht. Also wir haben so ein paar Sachen, die in die Richtung gehen, auf unseren neuronalen Netzwerken drauf, wo wir halt dann so verschiedene Netze kombinieren, wo wir noch so Optimierung machen. Aber sonst eigentlich wenig, ja. Ja, einer. Ich habe noch eine Frage zur Datensicherheit. Ja. Findet eigentlich die Klassifizierung gerade im Gesundheitsbereich Krebs, ja oder nein, findet die auf dem Rechner bei dem Arzt statt? Ja. Ja. Genau. Also da ist es auch so, also das läuft schon alles auch bei uns. Aber da gibt es verschiedene Sachen. Also entweder man kann theoretisch Sachen lokal anonymisieren und dann wieder zurückbringen und matchen. Oder man kann dann auch Patienten, da muss man aber dann ein zertifiziertes Medizinprodukt sein, da sind wir jetzt gerade dabei, dann kann man auch sozusagen auch mit den patientenbezogenen Daten arbeiten. Aber klar, muss man sehr hohe Sicherheitsanforderungen haben. Also das darf man nicht unterschätzen. Genau, Frage war, was wir im Trading machen und da der Trading-Markt ja auch noch sehr von Menschen beeinflusst werden, weil halt ein großer Teil des Handels auch natürlich noch von Menschen ausgeführt wird, wie wir diese menschlichen Biases sozusagen mit reinnehmen. Also zum Trading-Teil, vielleicht auch ein Vorteil vom Modell, das Trading-Venture haben wir wieder eingestellt. Da waren wir auch ein recht kleines Team, weil wir haben erst auf dem FX-Markt gehandelt an einer Börse. Das hat gut funktioniert, das war aber mit einem externen Partner, das war ein bisschen kompliziert. Und sind dann in den Blockchain-Bitcoin-Bereich gegangen und da war so ein bisschen das Problem, dass diese Börsen halt alle sehr, sehr buggy sind und man immer dann, wenn es halt spannend wird, halt 30 Sekunden irgendwie kein Feedback von der Börse bekommt. Und das war uns dann einfach, dann haben wir irgendwann gesagt, also man hätte dann, wenn dann wieder in die klassischen Märkte gemusst und dann haben wir gesagt, stellen wir das lieber ein, auch gerade, weil die aktuellen Projekte beziehungsweise die neuen, die wir dieses Jahr starten werden, da um einiges spannender auch sind. Aber ja, also zu deiner Frage Also wir waren halt eher so im Hochfrequenzbereich in der Börse waren unsere Modelle, glaube ich, es waren auch sehr kleine Modelle, in, ich glaube, 8 Mikrosekunden liefen die, sehr optimiert, auf optimierte Hardware. Das war halt, ja, das ist halt so ein bisschen so ein Zero-Sum-Game, ja, weil es geht halt immer, alle spielen sozusagen gegeneinander und du musst halt immer ein bisschen besser sein als die anderen und schneller sein, also einerseits bessere prädiktive Modelle haben, aber auch schneller sein und es ist dann oft schon auch eine sehr starke Infrastrukturschlacht mittlerweile, also da wird mittlerweile die schnellsten sind im Nanosekundenbereich und haben da sehr spezialisierte Hardware und dann haben wir gesagt, okay, das ist halt, also man kann da schon einen spannenden Business Case aufbauen, aber es ist halt, ja, es ist halt nicht ganz einfach. Ja. Genau, also die Frage war, wie, da wir mit den Automobilkonzernen zusammenarbeiten, wie ich einschätze, wie die Automobilkonzerne sich da aufstellen und wer da im Endeffekt irgendwie den Software-Stack bauen wird fürs autonome Fahren, ob das irgendwie ein Waymo ist oder die Automobilkonzerne selber. Also ganz kurz, weil du gesagt hast, Beratung, also wir machen da Produktentwicklung, aber also die IP ist sozusagen komplett bei uns. Es geht darum, also es ist nicht so, dass wir für die Projekte machen, nur um das nochmal klarzustellen. Ja, ich glaube,
Das ist, glaube ich, gerade ziemlich unklar, weil halt klar, also was halt klar ist, dass halt so jemand wie Waymo da auf jeden Fall vorne weg ist in der Softwareentwicklung. Was auch klar ist, ist, dass es nicht ganz einfach ist, einen Automobilkonzern, der halt bisher eben vor allem viel Hardware gemacht hat, auf einen Softwarekonzern umzustellen. Und ich glaube, viele von den Konzernen fahren gerade so ein bisschen mehrgleisig. Also einerseits bauen sie eigene Einheiten auf, teils im Konzern, teils außerhalb vom Konzern, bauen zum Thema autonomen Fahren, teils machen sie Partnerschaften mit anderen OEMs und versuchen das irgendwie zusammen. Da gab es jetzt ja neulich auch was in der Presse, dass sich irgendwie alle Großen zusammentun sollen. Mal schauen. Dann teils gibt es eben auch Startup-Kooperationen von irgendwie kleinen Startups zu halt irgendwie vielleicht auch einem Waymo oder einem Argo oder Zoox oder den Großen. Ich glaube, zurzeit fährt man dann auch so ein bisschen mehrspurig. Also teils versucht man es selber zu lösen, teils versucht man mit denen, die schon ein bisschen weiter sind, zusammenzuarbeiten. Ja, das ist so ein bisschen, ich glaube, gerade auch nicht ganz klar, jetzt gerade im letzten Jahr ist, glaube ich, vielen klar geworden, dass wenn man das da komplett alleine entwickeln will, also in-house, dann braucht man halt wahrscheinlich Dutzende Milliarden, ja, und das ist die Frage, ob man das investieren will oder ob man halt sagt, okay, man partnert halt lieber mit jemandem. Das ist so ein bisschen gerade die Erkenntnis, ist gerade auf jeden Fall die Erkenntnis, dass keiner weiß so richtig, wie teuer wird es sein und wie viel wird es mir dann auch finanziell bringen, also wie verdiene ich damit dann auch irgendwie hinten raus Geld, das war ja gerade auch noch so ein bisschen die Frage in die Richtung. Von daher wird zurzeit halt noch, solange es geht, halt mehrgleisig gefahren. Aber es ist die Frage, ob das halt aufgeht oder ob man nicht, ja. Aber es ist nicht schwierig. Also ich möchte nicht in der Rolle stecken, diese Entscheidung zu treffen. Ja, da oben. Sind eure Kunden sich eigentlich bewusst, dass euer Geschäftsmodell zum Beispiel bei der Radiologen relativ disruptiv sein kann? Also wenn es irgendwann mal dazu kommt, dass die Radiologen dann noch kritische Fälle anschauen müssen, dass die ganzen anderen Fälle, die 90% nicht mehr bearbeitet werden müssen und die dann quasi arbeitslos werden? Genau, die Frage war, ob unsere Kunden, die Radiologen halt, merken, dass das Geschäftsmodell ziemlich kritisch ist, weil sie irgendwann ersetzt werden können, ob sozusagen da das Bewusstsein da ist. Und ich glaube schon, dass Radiologie als Ganzes in 10 Jahren ziemlich anders aussehen wird. Zurzeit ist halt nicht, wir gehen halt nicht zu unseren Kunden hin und sagen, wir setzen sie, und das ist auch nicht das, was wir planen, sondern wir sind vor allem in Regionen aktiv, wo es einen riesigen Radiologenmangel gibt. Das heißt, da ist halt nicht so die Wahl, weiß nicht, ersetze ich den Radiologen oder nicht, sondern gibt es halt überhaupt einen Radiologen, der halt irgendwie zeitnah mein Bild anschaut. Von daher ist da unser Fokus wirklich zu sagen, es gibt halt nur Limit. Es gibt die, wenn man gerade so größere Zentren oder Teleradiologiefirmen, also die sozusagen Remote-Radiologie anbieten, was gerade außerhalb Deutschland ändert sich gerade auch, aber auch außerhalb von Deutschland gerade sehr im Kommen ist. In Skandinavien wird schon die Hälfte über Teleradiologie gemacht, also wo der Radiologe gar nicht mehr vor Ort sitzt, sondern irgendwo halt remote auch vielleicht arbeitet. Da geht es halt einfach darum zu sagen, okay, gegeben die Radiologen, die ich habe, wie kann ich einerseits sicher gehen, dass die weniger Fehler machen, und weil es einfach auch komplett menschlich ist, und andererseits mit den gleichen Radiologen halt im Endeffekt mehr Bilder diagnostizieren kann. Das heißt, es geht gar nicht darum zu sagen, ich habe jetzt irgendwie 100 Radiologen, ich will die auf 70 runterkürzen, sondern es geht mehr darum, mit den 100 Radiologen halt doppelt so viele Diagnosen zu machen. Und da ist dann auch ein sehr starkes kommerzielles Interesse von den Betreibern. Aber ja, ich glaube, ja, Radiologie wird sich verändern, aber auf der anderen Seite, ich glaube jedes Jahr, ich weiß nicht, wie die genaue Zahl, aber ich glaube irgendwie, jährlich werden irgendwie 7% mehr radiologische Untersuchungen gemacht. In den letzten Jahren ist das ziemlich stark gewachsen, in den nächsten Jahren wird es weiter wachsen. Und es ist halt schon ein ziemlich, wenn ihr mal zum Radiologen eine halbe Stunde über die Schulter geschaut habt, schon ein ziemlich monotoner Job, ja. Wenn man gerade jetzt Mammographie, wenn man da teils bis zu 100 Bilder am Tag anschaut, sein Leben lang. Das heißt, ist da auch teils gar nicht so einfach, Nachwuchs zu bekommen, beziehungsweise dann eben zu schauen, dass die Radiologen auch mehr mit dem Patienten interagieren kann und man halt wirklich die annoying work so ein bisschen den Radiologen abnimmt. Aber ja, der Markt wird sich auf jeden Fall verändern. Noch eine Frage? Ja? Ja, genau. Genau, die Frage ist, ob in der Radiologie das sehr hardwareabhängig ist, ob unsere Algorithmen sozusagen nur noch mit einer bestimmten Hardware funktionieren. Ja und nein, also wir haben halt Daten von unterschiedlichen Gerätentypen, und
man muss halt schon schauen, dass man auf allen gut performt und die Bilder sehen leicht unterschiedlich aus. Das heißt, das kann man aber halt vorher absichern. Wir verkaufen halt nicht direkt an die Hardwarehersteller, sondern verkaufen an Radiologiezentren, Teleradiologiefirmen und also eher an die eigentlich die Diagnosen machen und nicht an die Hardwarehersteller. Weil dann würde man sich auch bei denen integrieren und wir sind jetzt ja auch wirklich das Frontend, was ich vorhin gezeigt hatte. Der Radiologe arbeitet ja auch wirklich in unserer Software. Okay, im Anbetracht der Zeit, ich glaube, wir könnten ewig diskutieren und ewig Fragen stellen, aber da wir jetzt auch noch kurz was vorhaben, würde ich jetzt die Fragerunde an dieser Stelle beenden. Der Rasmus ist aber danach noch da. Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr danach noch kommen. Genau. Nochmal vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Fragen.